Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen bei der Episode 61 der Comic-Cookies. Mein Name ist Steffen. Bevor es hier richtig losgeht, möchte ich noch eine kurze Richtigstellung anbringen. Und zwar hatte ich das letzte Mal während der Berichterstattung über die Comic, über die German Comic Con in Frankfurt, ganz genau, festgestellt oder angemerkt, dass es eine Kooperation zwischen Next Art und Blemblem Productions gegeben haben soll. Da habe ich ganz klar irgendwas durcheinander gebracht, und zwar hatte ich den Namen Rainer Engel festgestellt, der ja bei Blemblem Productions ein Variant-Cover erstellt hat. Und den hatte ich wiederum irgendwie mit The Next Art assoziiert. Next Art war ja letztlich dann auch als Gast bei der Comic-Con, und von daher habe ich da eine kleine Kooperation unterstellt, die natürlich dann auch nicht zwischen den Verlagen stattgefunden hätte, wenn denn diese Verbindung so gewesen wäre, sondern nur zwischen dem Künstler und dem Verlag Blemblem Productions. Aber wie gesagt, der Rainer Engel hat ja mit Next Art auch nichts weiter zu tun. Von daher war das absoluter Blödsinn meinerseits. Also hier nochmal die Richtigstellung. Das ist also nicht gegeben, dass es da eine Kooperation war. Jetzt geht's weiter hier. Und zwar in der nächsten anderthalben Stunde hören wir den Breedstorm. Und zwar mal wieder aus dem IKEA. Aufmerksame Hörer wissen jetzt vielleicht schon, was das bedeutet, wenn Breedstorm im IKEA sitzt, dann sitzt er da meistens nicht alleine, sondern hat er einen Redegast dabei. Und zwar ist das ein Gast, der früher sehr häufig mit dabei war. Wer es jetzt noch nicht weiß, der soll jetzt kurz reinhören. Breedstorm stellt ihn selbst vor. Und nach dieser anderthalben Stunde hören wir uns dann hier wieder. Ich gebe ab ins Marktrestaurant vom IKEA. Viel Spaß. So, Freunde, wir sind jetzt hier in unserem, ich möchte mal sagen, fast rheinhessischen Außenstudio hier bei dem Schweden unseres Vertrauens. Und wir haben jemanden hier, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben und vor allem nicht gehört haben. Stell dich doch mal vor. Aloha, hier spricht der Sepp. Wie geht's da draußen im Comic-Cookies-Zuhörerland? Ja, man hat schon lange nichts von ihm gehört. Deswegen wird sich da comic-mäßig und erzähltechnisch einiges angestaut haben. Also ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen, als würdet ihr vielleicht mal so, ja, ich weiß nicht, 3 Monate nicht onanieren oder so. Und das so ähnlich ist jetzt das bei Sepp, das Gefühl, allerdings nicht im Lendenwirbelbereich, sondern auf der Zunge. Und deswegen kann er mal so ein bisschen was berichten, was er so in letzter Zeit genossen hat. Ja, genossen ist wahrscheinlich das richtige Wort. Ich habe mich ganz schön gehen lassen in Sachen Comics. Vor allen Dingen habe ich mich für einiges begeistern können, was auf dem deutschen Markt leider sich hat nicht durchsetzen können. Wir hatten vorhin kurz schon mal ohne Aufnahme die Rede von Squirrel Girl. Ich bin der Serie treu geblieben, auch wenn Panini sich entschieden hat, die auf Deutsch leider nicht mehr zu veröffentlichen. Und eine Entscheidung, die ich garantiert nie bereuen werde. Ich habe jeden Band mit Begeisterung verschlungen. Für die, die nicht wissen, was da abgeht, da ist jetzt schon seit, ich glaube, 2 Jahren oder länger dasselbe Kreativteam an Start. Typisch für mich habe ich natürlich keinen Namen parat, aber wenn ich mich nicht irre, heißt der Autor Ryan North und die Zeichnerin Erica Henderson. Jeder Fehler in der Hinsicht wird hoffentlich später textlich korrigiert, wenn das Ganze online gestellt wird. Und die liefern an der Serie eine unglaubliche Leistung ab. Es ist das Konzept ist ebenso simpel wie begeisterungswürdig. Wir haben hier eine Superheldin, die schlicht und einfach versucht, mit Vernunft an die Situation ranzugehen, mit denen sie konfrontiert wird. Und nicht nur mit den üblichen Haut-rauf-Methoden. Dazu ist natürlich das ganze Grim and Gritty Drama deutlich runtergeschraubt. Stattdessen ist alles ein bisschen lockerer, was aber nicht heißt, dass es nicht ernstzunehmende Probleme gibt und auch hin und wieder mal die ganze Welt auf dem Spiel steht.
Ich kann die Serie wirklich nur jedem empfehlen. Es ist leider sehr, sehr schwer, das zu tun, wenn ich weiß, dass in Deutschland die meisten Leute halt doch lieber bei den deutschen Veröffentlichungen bleiben und gerade sowas wie Squirrel Girl doch sehr außerhalb der Lesegewohnheiten der eigentlichen Superheldenleser läuft. Vor allen Dingen habe ich in letzter Zeit beobachtet, dass es so ein, sagen wir mal, einen Hang zum neuen Naturalismus, was die Zeichnung angeht, gibt. Zeichner wie Fabok bei The Season äußerst erfolgreich und so ein bisschen glatter und so ein bisschen, wie soll man das sagen, schöner, ja, in Anführungszeichen. Die Figuren sollen so aussehen, wie sie im echten Leben aussehen. Es soll nicht mehr so cartoonig sein. Und da ist natürlich sowas wie Squirrel Girl ein glatter Gegenentwurf dazu. Aber wahrscheinlich ist es gerade deswegen für mich so ansprechend, weil ich ehrlich zugeben muss, dass, tut mir leid, dass ich den Namen jetzt nochmal nehme, aber der ist mir gerade am geläufigsten, so Leute wie Fabok einfach viel zu langweilig sind, wenn es um Comics geht. Das ist kein nicht abwertend gemeint im Sinne von der zeichnerischen Qualität, sondern im Sinne von dem, was ich mir in einem Comic erwarte. Und die einfache Darstellung, auch wenn es schön aussieht, genügt mir einfach nicht. Ich brauche ein bisschen mehr im Comic. Ich brauche da ein bisschen mehr Leben. Was sagst du denn dazu, zu sowas? Geht das dir da ähnlich? Ja, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, wenn man über viele Jahre hinweg Comics siehst. Also am Anfang ist man natürlich geflasht von Wunderzeichnern, die das halt hundertprozentig und naturalistisch und dann am besten noch mit dem Computer nochmal drüber poliert und hier noch ein Effekt, das flasht natürlich das Auge. Aber ich denke immer so, bei den meisten ist es so, dass im Laufe der Zeit dann doch gewisse Vorlieben für ja, rauere Sachen oder ungewöhnlichere Sachen entwickeln. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal zum Beispiel McFarlane gesehen habe, als er in Spider-Man drankam. Das war eine Phase, wo ich auch aktiv Spider-Man tatsächlich gelesen habe, damals in den 80ern, als das so aufkam bei Condor. Und da dachte ich, warum sieht denn das so verwaschen aus? Also das Gesicht von Peter Parker sah für mich im ersten Moment so aus, als wollte es von ihm weg. Ja, also das war alles so ein bisschen, ja, das man war die klassischen Sachen gewohnt und dann plötzlich was vollkommen anderes. Aber mit der Zeit hat man halt die Genialität da drin erkannt. Und das ist bei manchen anderen Zeichnern, Kelly Jones zum Beispiel, ist es auch. Ja, also wenn du den ersten Kelly Jones Batman deines Lebens siehst, dann denkst du, was ist das? Ist das eine Karikatur oder so? Aber das war ein richtig guter Rand, den er damals hingelegt hat. Und sowas vergisst man auch nicht. Während ich diese ganzen polierten Zeichner, die einfach auf Realismus gehen und wo ich manchmal denke, okay, wie viel hat er denn jetzt mit irgendeiner Vorlage da durchgepaust oder mit einem Computer gemacht als was anderes? Das ist bei Kelly Jones dann halt nicht der Fall. Und bei dem ganz alten McFarlane, wie er am Anfang war, wo er vielleicht sogar noch einen Hulk oder andere Dinge gezeichnet hat, war das halt auch nicht so. Und ich denke, das ist eine Entwicklung eines jeden, der das nicht nur 2-3 Jahre liest, sondern wirklich langfristig. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen eine Gegenentwicklung gewesen ist, dass es wieder mehr zurück dazu geht, zu den glatten und sauberen Zeichnungen. Wenn man die natürlich mit den Zeichnungen aus den 60ern oder 70ern vergleicht, ist das ein deutlicher Unterschied. Das, was damals naturalistisch war, ist heute eher cartoonig. Nehmen wir zum Beispiel mal Neil Adams, der die Muskelstruktur sehr klar ausgearbeitet hat oder auf die Anatomie besonders gut geachtet hat, im Gegensatz zu einem Jack Kirby, dem das relativ egal war, dem es nur um den reinen Ausdruck gegangen ist. Aber selbst da befinden wir uns heute nochmal auf einem anderen Niveau, wo zum Beispiel auch viele Leute, die ich jetzt aus dem Comicladen kenne, sagen, es geht mehr in Richtung Illustration und weniger in Richtung Comiczeichnung. Was du gerade angesprochen hast mit dem Computer, das fällt mir auch immer mehr auf. Leute wie Diodato Jr., der inzwischen ja auch viel mit Vektorgrafik-Hintergründen und sowas arbeitet. Das spricht mich dann auch überhaupt nicht mehr an, was ich irgendwie sehr schade finde, weil ich zum Beispiel seinen Hulk-Run sehr gern gelesen habe und damals hat er Tikra gemacht, da hat er unheimlich viel mit Schatten gearbeitet, das ist alles verloren gegangen. Jetzt habe ich mal oft das Gefühl, dass die Figuren, also bei Diodato Jr. ganz besonders, gezeichnet werden oder entworfen werden am Computer und dann in einem Panel platziert werden. So wie es gerade passt, aber es fehlt die Verbindung zu dem restlichen Inhalt des Panels. Wenn man eine Zeichnung von Anfang an entwirft mit Hintergrundfiguren allem gleichzeitig und das nicht hinterher kombiniert, dann kriegt das eine ganz andere Art von Lebendigkeit. Jemanden, der dieses Kombinieren auch gerne einsetzt, ist jemand wie Mike Allred, der heute auch nochmal ein Thema sein wird.
Allerdings finde ich, dass der das wesentlich besser hinbekommt. Ich kann nicht genau sagen, warum. Vielleicht liegt es auch an seinem eigenen Stil, der mit seinem Pop-Art-Ansatz vielleicht sogar eher in die Richtung geht, sowas zu unterstützen, dass da, sag mal, auch Wildelemente kombiniert werden, weil er das auch schon früher gemacht hat, als er weniger mit dem Computer gearbeitet hat. Es ist eh eine Faszination, die von dem Zeichner ausgeht, die ich nie so ganz beschreiben kann, weil ich hasse es, sobald irgendwelche Figuren zu steif aussehen. Außer bei Mike Allred. Unerklärlicherweise. Aber vielleicht ist es ein ganz guter Einstiegspunkt, weil du bist jetzt da gerade so interessiert am Blättern. Vielleicht willst du da mal ein paar Worte drüber verlieren, über den Band, den du heute mitgebracht hast. Ja, da schließt sich auch so ein bisschen wieder der Kreis. Die Serie iZombie hattest du ja schon, als du noch regelmäßig gepodcastet hast, schon mal gefeatured und sehr gut beworben, lange bevor Panini durch die Fernsehserie auch auf die Idee kam, das nach Deutschland zu holen. Und machen wir uns nichts vor, ist es schon, trotz dass es Zombie-Thematik hat, immer noch ein bisschen Nischenthema, weil es nicht dieses, The Walking Dead-mäßigen Ansatz hat, sondern den Allred-mäßigen Ansatz, obwohl Chris Robertson natürlich genau genommen der Autor ist. Aber trotzdem, wenn du das Ding siehst, du weißt sofort, es ist Allred und kein anderer. Ja? Und bei vielen, was du eben gesagt hast, viele bei den aktuellen Marvel-Zeichnern ist es halt zum Beispiel so und bei DC natürlich auch, du siehst das Cover und du weißt es nicht unbedingt, wer hat das gezeichnet. Ist es der Stammzeichner? Also das passiert mir relativ häufig und hier ist es sofort auf den ersten Metern klar. Nochmal kurze Zusammenfassung, ich hatte die restlichen Bände ja auch gesprochen, deswegen jetzt nicht so episch. Die gute Gwen ist ein Zombie, aber einer von der guten Sorte. Und sie hat ein Problem, sie braucht gelegentlich Hirn, damit sie nicht durchdreht. Sonst kann sie sich, sieht sie halt aus wie ein bleiches, hübsches Mädchen eigentlich, im eigentlichen Sinne. Hat halt nur den Nachteil, dass sie tot ist. Aber solange sie ihre regelmäßige Portion Hirn kriegt und das versucht sie sich auf so halblegalen Wegen zu besorgen, dass da niemand drunter leiden muss, sondern sie arbeitet ja auf dem Friedhof und so weiter und so fort. Dann hier in diesem Band wird zum Beispiel die schöne Erfindung ein Hirn-Smoothie eingeführt, was ich sehr schön fand, damit sie sich unter Kontrolle hat und das gelingt ihr auch sehr gut. Ich hatte ja bei der Serie, bei den letzten Bänden, die ich auch besprochen habe, immer so ein bisschen das Gefühl, es geht alles sehr durcheinander. Da wusste ich manchmal nicht, wo will er jetzt hin. Der Sepp weiß ja meistens, wo er hin will, egal wer. Aber hier war ich wirklich, hatte ich nicht seine geistige Führung. Deswegen war ich da ein bisschen überfordert. Aber der letzte Band ist natürlich, wo Chris Robertson dann dafür sorgt, dass alle Fäden zusammenlaufen und ich glaube, es tut auch gut, wenn man die Bände wirklich an einem Stück liest, weil ich muss mich jetzt nochmal sehr intensiv mit dem letzten Band beschäftigen, weil es wieder ein paar Monate her war und wenn man das an einem Stück durch, dann sieht man auch, warum er verschiedene Sachen so gemacht hat, die im ersten Moment ein bisschen willenlos auf mich gewirkt haben. Die gute Gwen hat natürlich immer noch ihre Freunde, den Wehrterrier, einen Geist, dann gibt's noch einen Frankenteen, also Frankenstein. Stellt euch Luke Perry als Frankenstein vor, so ungefähr sieht er so ein bisschen aus. Und das ist eigentlich so ein Ding, was man von Allred eigentlich auch direkt erwarten würde. Also Chris Robertson, wenn es nicht draufstehen würde, hätte ich ihm abgekauft, das ist auch von Allred selber, weil, wie gesagt, mit anderen Serien halt, ne, das gibt schon gewisse Parallelen. Es gibt einen sehr großen Cast, die Leute sind meistens so mit 20er alle, auch nicht unbedingt immer die hässlichsten, selbst bei den Bösen gibt es diverse gut aussehende Wesen. Es gibt da zum Beispiel eine junge Dame, die ein Gepard ist, ja, sehr anziehender Anblick und so weiter und so fort. Und in diesem Monster-Horror-Setting wird hier eine Geschichte mit Werwölfen, mit sämtlichen, mit Mumien, also es wird wirklich alles reingemixt bis zur dimensionsvernichtenden Kreatur, die das ganze System zum Einsturz bringen möchte. Und also es ist wirklich ein, ja. Also es ist wirklich ein Comic, sicherlich nicht für jeden. Da sind wir uns einig, das ist zweifellos kein Mainstream. Und ich habe gehört, mit der Serie, die ich nicht gesehen habe, würde es auch nicht so mega viel zu tun haben. Die haben das Grundkonzept genommen, aber nicht diese ja, Pop-Art-Bonbon-mäßige Darstellung, die das Ganze hier hat. Und wo man natürlich gleich einen großen Unterschied sieht, ist, dass nicht alles von Allred gezeichnet ist. Also gerade als ich so die ersten Seiten so aufgeschlagen habe, das Cover, natürlich, man sieht mir genau, wo es herkommt. Aber dann im Anschluss
Wird gleich ein sehr, sehr cartooniger Zeichner eingeführt, dessen Namen der Sepp mal kurz nachgucken müsste. Da war ich erst ein bisschen geschockt und da sieht man wirklich die Jason Bone, ja, der also wirklich komplett ultra cartoonig ist und da sieht man halt auch die deutlichen Unterschiede zu Allred und ja, ich will den Stil jetzt nicht verteufeln oder sowas, ne? Dem Steffen wird das wahrscheinlich mega gut gefallen in diesem cartoonigen Stil, also es könnte auch hier bei der Batman-Cartoon-Serie so ein bisschen der Stil sein, ja. Aber wenn man Allred erwartet und kriegt dann in einem Heft ihn geboten, ist es natürlich komplett anders. Und es gibt noch ein weiteres Fill-In-Heft, was gezeichnet Jim wurde. Ruck. Bitte? Jim Ruck. Das ist schon wieder ein realistischerer Stil. Die einzige Konstante, die dann zwischendurch natürlich ist, ist, dass alles wieder von Laura Allred die Farben gegeben wurde und somit sieht es auch konstant aus, obwohl die Stile doch sehr, sehr unterschiedlich sind bisweilen. Und ja, eine Serie sicherlich nicht für jeden, aber ich rate euch einfach, guckt mal in den ersten Band rein oder sicherlich gibt es im Internet auch diverse Leseproben zu dem Thema und schaut mal, ob ihr euch damit auseinandersetzen könnt, wollt. Wir werden damit nicht den Standard-Superhelden-Leser abholen. Ne? Das Problem gibt es ja bei Allred immer, dass es ein bisschen Special Interest ist. Aber wer das gut findet, wird wirklich darin final aufgehen. Und einen, bei dem das so ist, den habe ich hier sitzen. Ja, das Tolle bei Allred ist, wenn man sich für ihn begeistern kann, dann ist es nicht schwer, sich auch für andere Werke von ihm zu interessieren. Denn wenn es eins gibt, das ihn als Zeichner besonders auszeichnet, dann ist es das, dass auch wenn er mit anderen Autoren zusammenarbeitet, wie zum Beispiel hier mit Chris Robertson oder am Silver Surfer mit Dan Slott, dass es nicht zu leugnen ist, dass sein Einfluss über die Zeichnung hinaus auch auf die Charakterisierungen, auf die Geschichten übergreift. Deswegen, wenn man sich an Eis von Biran traut, sich dafür begeistern kann oder vielleicht gerade den Silver Surfer am Lesen ist, weil man gesagt hat, die Serie nimmt man mit, weil Dan Slott und so und hat sich dann doch irgendwie daran gewöhnt, womit ich jetzt auch schon ein paar Mal konfrontiert worden bin, dass die Leute gesagt haben, eigentlich fand ich das gar nicht gut, aber so beim Lesen hat es dann doch irgendwie gepasst, ja. Dann kann ich jeden nur dazu animieren, sich da mal anzugucken, was der Mann noch so gemacht hat. Denn sein Madman, auch wenn sich alles und jeder weigert, das irgendwann mal in Deutschland zu publizieren, ist einfach ein Werk, das man in seiner Comicsammlung haben sollte, wenn man in der Lage ist, sich für den Stil von Mike Allred zu begeistern. Lohnenswert ist es allemal. Ähnlich ist es auch bei iZombie, weil, wie hier gerade schon gesagt, die vielen Horrorelemente sind natürlich alle da. Aber auch typisch für einen Allred-Comic, es geht nicht einfach nur um Weltuntergang und Horror, es geht unheimlich viel über zwischenmenschliche Beziehungen. Wie kommt man mit seinem ganz normalen Alltag klar, auch wenn man halt ein Wehrterrier ist oder ein Monsterjäger oder was auch immer, ja. Und das sind auch Sachen, die Allred und seine Arbeiten besonders auszeichnen. Irgendwie normale Leute in vollkommen abstrusen Umständen, selbst wenn sie Zombies, Monster oder Superhelden sind. Ja, wie hieß nochmal das mit der Rockband? Guitar Hero? Das bringe ich immer gerne durcheinander. Wenn ich mich nicht irre, heißt es, entweder heißt es Red Rocket 7 oder Rocket Red 7. Das eine ist ein DC-Held, das andere ist die Reihe von Allred. Die ich auch jedem nur sehr ans Herz legen kann. Gab es damals in einer ganz, ganz tollen Auflage bei Dark Horse, habe ich mir in Erlangen geholt und ist mir in den Händen sofort auseinandergefallen, weil es katastrophal gebunden war. Ich habe das bis heute als lose Blattsammlung zu Hause. Wobei ich zugeben muss, ich habe es inzwischen so oft gelesen, dass die Seiten wahrscheinlich jetzt eh rausgefallen wären. Ja, ist auch official Sepp approved quasi, ne? Sehr schön, sehr schön. Hast du noch was zu iZombie? Also zu iZombie selber habe ich jetzt nicht so viel anzubieten. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich die Reihe gelesen habe. Ich kann sie natürlich jedem nur ans Herz legen. Die Begeisterung dürfte schon rausgehört gewesen sein. Fernsehserie habe ich auch nicht gesehen. Deswegen kann ich auch hier nichts dazu beitragen über die Ähnlichkeiten oder die Unterschiede. Unterstützenswert ist es auf jeden Fall, weil immer wenn ich einen Allred-Comic auf dem deutschen Markt sehe, hoffe ich, dass er gut läuft, damit mehr davon kommt. Leider haben wir viel zu oft viel zu gutes Material verpasst. Ich erinnere nur an die Fantastic Four-Serie, auf die wir leider komplett verzichten mussten, wobei ich immer noch gern gewusst hätte, wie es Ant-Man nun geschafft hat, Dr. Doom zu besiegen.
Ja, da sagst du was, wobei das ja jetzt der letzte Band ist. Und bei Panini war das ja in letzter Zeit nicht immer der Fall, dass die Serien wirklich konsequent durchgezogen haben, sondern es war sehr oft so, dass die ein oder andere Serie aufgepoppt ist und man hat gesehen, so wirklich eingeschlagen hat es nicht und dann wurde die leider auch nicht fortgesetzt, aber offenbar hat es dann für iZombie doch gereicht und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und es gibt ja dann auch Leute wie mich, die sagen, okay, ich lese es am liebsten am Blog. Und hier gibt's ein Ding, was relativ abgeschlossen ist in 4 Bänden. Das sind die Kosten sehr übersichtlich. Ja, da ist man mit sind es 20 Euro Bände. Ja, tatsächlich ist man dann mit 80 Euro zwar dabei, aber man hat die ganze Serie. Und halt auch in einer deutlich besseren Aufmachung als die US-Sachen, zumindest als die normalen Trades halt. Ne? Das auf jeden Fall. Also die Trades von DC, die haben immer sehr, sehr dünnes Papier und sind nicht so einladend, oft gewellt. Und also da bin ich immer ganz froh, wenn Vertigo und DC auf Deutsch kommt, weil da hole ich mir lieber die deutschen Sammelbände von Panini. Von der Qualität her deutlich besser. Ja, es hat sich so ein bisschen etabliert, auch dieses mit dem Klappbroschur, was sie da immer machen und auf dem Cover gern mal entsprechende Applikationen und sowas noch drauf. Wie immer das heißt, dass mal so Glanzgeschichten drauf sind, wie auch hier. So auf der Rückseite sieht man so ja die gute Gwen, aber mehr so ein Durchblick, wo man das Skelett auch sieht und das Hirn halt in der hübschen jungen Dame drin. Und ja, also das ist einfach, was man gern in der Hand hält, was auch einen wertigen Eindruck dann auch macht. Also jetzt nicht das Hirn, sondern der Sepp schmeißt sich gerade weg. Ja. Ein Zeichner, der aber auch einen sehr gut erkennbaren Stil hat, ist leider, ich glaube, es war im November von uns gegangen. Und das ist nämlich der gute Steve Dillon. Steve Dillon, der uns in vielen Serien erfreut hat, wie zum Beispiel bei Hellblazer oder bei mir besonders, wo ich auf ihn gestoßen bin, bei Preacher. Ja, das ist leider verstorben, viel zu früh. Und es kam jetzt aber noch frisch ein Comic von ihm raus. Und zwar ist das der aktuelle Punisher-Band mit dem Namen Operation Condor oder Operation Condor, den er zusammen mit der guten Becky Cloonan gemacht hat. Ja, überraschend, weil Becky Cloonan eigentlich selber Zeichnerin ist. Ne? Die hat jetzt sich dieser Serie zugewendet. Die hat zum Beispiel Gotham Academy gemacht und so weiter. Conan, Northlanders. Und ja, jedenfalls hat sich Becky Cloonan jetzt damit beschäftigt, dass sie auch den Punisher schreibt. Und das ist natürlich mit Steve Dillon, der da in dem Bereich natürlich eine Legende ist, nach seinem Run mit Garth Ennis, ist das natürlich ein gewisses Feature. Frank Castle beschäftigt sich in diesem Band damit, dass er eine Drogenbande auf der Spur ist. Teilweise in Amerika, Südamerika, teilweise in den Vereinigten Staaten. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, vollkommen neues Konzept. Der Punisher jagt Drogenmenschen, aber letztendlich ist es was natürlich... was natürlich Punisher-Fans, so wie sie sind, eigentlich immer wieder lesen wollen. Ja, also der Punisher-Fan will wahrscheinlich selten das große Crossover mit 20 Leuten in Spandex, sondern er möchte halt den geerdeten Punisher. Und so hat die Becky Cloonan das hier auch geschrieben. Es kommen keinerlei Superhelden hier drin vor. Was allerdings vorkommt, ist ein kleiner Nebeneffekt von den Drogen. Und zwar machen die teilweise Superheldenkräfte dann so ein bisschen. Aber jetzt nicht, dass die fliegen können und Blitze aus den Augen schießen und so weiter und so fort, sondern die Leute sind halt sehr stark und widerstandsfähig, so wie man das für einen guten Supersoldaten zum Beispiel sich wünschen würde, kriegen dann auch immer so ganz rote Augen, wenn sie das genommen haben. Und da kann es schon mal passieren, dass man mit der 9mm so ein bisschen da reinschießt und es aber keinen so richtig interessiert. Aber Frank Castle wäre nicht Frank Castle, wenn er da nicht ein gutes Gegenmittel hätte, denn wenn die 9mm versagt, da kommen wir dann einfach mal mit der Panzerfaust. Ne, das ist ganz klar. Und da gibt es einige Kämpfe. Der Sepp hat sich vorhin schon mal durchgeguckt und hat gesagt, da kommen Zombies drin vor. Nein, das sind keine Zombies, sondern das sind einfach Menschen, die diese Droge genommen haben und die sehen halt ein bisschen abgehalftert danach aus. Es gibt, wie das bei Ennis manchmal der Fall war, so einen gewissen, ich möchte mal sagen, Gimmick.
Gimmick-Gegner, ja. Es gibt einen gewissen Gimmick-Gegner, der eine besondere Sammelleidenschaft entwickelt, die möchte ich jetzt nicht enthüllen, ja. Der hat, ähnliche Dinge haben wir in der Vergangenheit allerdings auch schon gesehen. Und, wer jetzt was Neues von diesem Punisher-Band erwartet, der wird komplett enttäuscht sein, weil viele von diesen Sachen, die sie da anwendet, zum Beispiel diese Droge mit den Superkräften, das war schon mal bei Spider-Man sehr intensiv ein Thema, das war alles schon da, verrückte Killerwesen und so weiter, gab es alles schon, im geerdeten Punisher gab es alles schon, aber wer genau das mag, der ist hier gut beraten. Und was halt auffällt, sie konzentriert sich in ihren Schreiben auch auf starke Frauenfiguren, also sowohl bei der Drogenbande als auch bei den Fahndern gibt es starke Frauenfiguren, die aufgebaut werden und die Geschichten sogar aktuell überleben. Und also das ist so eine kleine Besonderheit. Ja, es gibt sehr, sehr viele Szenen auch, wo man einfach in dem Büro, es gibt so eine Ermittlungsagentur, die dann versucht, gegen die zu ermitteln und die den Punisher auch nicht sonderlich mögen. Da gibt es viele Gespräche, bei den Drogenhändlern gibt es viele Geschichten. Natürlich gibt es auch seitenweise Metzelszenen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, also diese Erwartung wird auf jeden Fall erfüllt, aber es ist halt gemischt mit ja so ein Ding, was wir in vielen aktuellen US-Fernsehserien auch sehen, dass da dieses teammäßige Ermittlergerede, was wir da sehr oft, also es hört sich jetzt negativer an, als es eigentlich ist, aber es ist nicht nur der Punisher ist auf der Suche, findet wen und knallt ihn nieder, sondern es geht doch deutlich mehr unter die Oberfläche. Es kratzt natürlich nicht an Legendengeschichten vom Punisher, ja. Also sie wird aktuell jedenfalls nicht Garth Ennis einholen damit. Aber es geht in die Richtung und wem das gefallen hat, der kann sich hiermit natürlich auch beschäftigen. Steve Dillon ist natürlich als Punisher-Zeichner stark etabliert. Man erkennt diesen Stil ganz klar und es ist auch bei der Kolorierung ist es so gehalten, das hätte auch zu der Zeit geschrieben sein können, koloriert worden sein können, als Garth Ennis das noch begleitet. Also vor 10 Jahren würde ich jetzt mal grob schätzen, war das wahrscheinlich ungefähr. Und so ist das auch gehalten. Es sind jetzt keine Bling-Bling-Effekte jetzt drin oder sowas, wie es oftmals gern gemacht wird, sondern es ist auch da sehr erdig. Und das Einzige, was das ist jetzt aber ein persönliches Problem von mir. Mir ist der Punisher hierin ein bisschen zu jung. Ein bisschen zu jung und zu wenig zerstört. Also in meiner Vorstellung ist der Punisher einfach durch die ganzen Kämpfe ein bisschen mehr in Mitleidenschaft. Also er guckt gerne böse in diesem Band, das ist ja so eine Tradition. Aber er sieht jetzt nicht besonders kaputt dadurch aus, was er alles dadurch macht. Und das haben wir schon anders gesehen, dass er halt auch mal graue Haare hat. Dass er mehr Narben im Gesicht hat, mehr Falten im Gesicht und das ist hier in dem Band, es ist ein sehr, sehr jung dargestellter Punisher und also in meiner Vorstellung ist der anders, aber ich habe auch diesen Effekt, wenn ich diesen Alterungsprozess mal bei Figuren gesehen habe, dann merke ich mir die so. Das ist zum Beispiel bei Hal Jordan war das ganz massiv der Fall. Hal Jordan ist eine Zeit lang immer mit diesen weißen Schläfen dargestellt worden, genau wie Oli Queen. Und ich fand diesen Prozess auch gut und beachtenswert, dass da sowas wie eine wirkliche Kontinuität hergestellt wurde, dass die Figur halt auch gealtert ist, weil dann ja auch irgendwann neue Helden dazu kamen. Ja, also als dann Arsenal und so weiter bei DC dann dazu kam und die ganzen Generationen, die neue Lanterns und sowas. Und jetzt sehen die alle wieder so ungefähr aus, als wären die ein Alter. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Also, aber natürlich, jede Generation braucht wahrscheinlich neue Helden. Und es sind wahrscheinlich die wenigsten, die das so lesen, wie der Sepp und ich. Dass du das wirklich über Jahrzehnte hinweg liest, sondern viele lesen, kriegt man ja auch mit, lesen mal so 2-3 Jahre und dann hören die wieder auf und für die ist das wahrscheinlich vollkommen okay. Was sagt denn der Sepp dazu? Also zu dem Punkt mit dem Alter, das ist mir auch direkt aufgefallen. Ich habe im Laden gestanden, habe den Band durchgeblättert, war eigentlich fest entschlossen, mir den mitzunehmen, schon allein wegen Steve Dillon. Blätter 5 Minuten drin rum, legen wieder hin. Frank Castle ist ein Mann, der hat einen Krieg hinter sich. Er hat eine Frau verloren, hat 2 Kinder verloren und die Person hier in dem Band, die sieht so nicht aus.
Ja, das nicht mal annähernd. Das ist ein Jungspund, der sieht so aus, als wäre er noch nicht im Krieg gewesen. Ja. Und das hat das Ganze für mich doch ein bisschen belastet. Das hat einfach der Figur nicht entsprochen. Die Verjüngung, okay, das kommt immer wieder vor. Du hast es eben schon erwähnt, also oft auch zyklisch. Ja. Wenn man nur mal 15 Jahre wartet, dann wird doch wieder irgendjemand jünger gemacht. Aber irgendwie gibt es für alles eine Grenze. Und gerade wenn man Steve Dillon am Punisher sieht, ist die Erwartung nochmal eine andere, weil der den Punisher ja auch noch begleitet hat, wirklich ins Alter hinein. Ja, das war dann schon ein bisschen enttäuschend. Die Figuren sehen so, also der Frank Castle hier im Band sieht sogar jünger aus als der Jesse Custer oder die anderen Figuren in Preacher. Das ist unglücklich. Und es hat mich tatsächlich davon abgehalten, mir den Band mitzunehmen. Es wurde natürlich auch davon unterstrichen, du hast recht, da ist irgendwie nichts Neues zu sehen. Selbst beim Durchblättern ist nichts da, wo ich dran hängen geblieben bin. Es wird geschossen, es werden Leute in die Luft gejagt, es ist das übliche Material. Aber es fehlt so das Besondere, ja, was mich da immer nochmal dazu gebracht hat, auf jeden Fall zuzugreifen. Ja, du hast es ja angesprochen, die Verjüngung hat auch bei dem Krieg, um den es sich drehte, Einzug gehalten. Der Punisher als klassische 70er-Figur, damals etabliert, kam aus dem Vietnamkrieg. Hier ist zum Beispiel eine Szene drin, wo der Punisher mit ein paar alten Soldaten, Kameraden unterwegs ist. Und da sieht man, die sind halt in Afghanistan. Ne? Also an der klassischen Kleidung der arabischen Menschen, die da durch die Fernrohre betrachtet werden. Und es ist halt auch so, dass das bei anderen Figuren war das ja auch so, bei Iron Man. Ne? Hat man ja auch irgendwann gesagt, der war im Irak, da ist das Ganze passiert und nicht mehr im Dschungelkrieg, wo das vorher war, das Korea oder wo er war? Ich glaube, entweder war es Korea oder es war sogar auch Vietnam. Der Punkt ist einfach der, es ist natürlich jetzt ein persönliches Empfinden, der Vietnamkrieg als Ereignis hat in meinen Augen, bestimmt nicht für die, die an den anderen Kriegen teilgenommen haben, aber in meinen Augen als unbeteiligter Zuschauer, der das aus der Welt der Comics kennt und persönlich keinen direkten Bezug dazu hat, eine andere Tragweite als Ereignis, das man fiktiv verarbeiten kann. Die traumatisierende Erfahrung des Vietnamkrieges auf die Leute, die daran teilgenommen haben, hat nochmal ein anderes Level. Und ich denke mal, das hat diese Figuren auch mitgetragen. Die Tatsache, was der Punisher dort, also was Frank Castle dort erlebt hat, ja, was natürlich auch in einem Band wie Punisher Born verarbeitet worden ist, der ja auch eher in der Neuzeit gespielt hat, aber in Punisher gezeigt hat, der in Vietnam aktiv gewesen ist. Ich bin mir nicht immer sicher, ob es so gut ist, Figuren neu zu verorten. Ich bin sogar eher ein Fan davon, wenn die Welt, in denen diese Comic-Universen existieren, zwar realitätsbezogen sind, aber doch einen gewissen Grad an Fiktionalität behalten. Wie vergeht die Zeit? Welches Jahr haben wir dort? Ist es denn überhaupt relevant für die Geschichte? Jahrzehntelang ist es Marvel gelungen, da einfach die Jahre obendrauf zu stapeln, die Autos zu modernisieren, Computer einzuführen, ohne darüber ein Wort zu verlieren, und es war kein Problem. Irgendwann kam dann der Punkt, wo man gesagt hat, nein, wir müssen das jetzt irgendwie neu definieren, wir müssen das in den richtigen zeitlichen Rahmen rücken, wir müssen klar machen, wie viele Jahre genau vergangen sind. Das waren dann nicht mehr die 60er, das waren dann die 80er oder die 90er, und ich sehe das immer noch als Fehler, und das vermisst mir manchmal das Leseerlebnis, weil ich mich daran doch stoße. Ich bin jetzt nicht so alt, dass ich mit den originalen Marvel-Comics aufgewachsen wäre, aber ich habe einen großen Hang dazu, eine große Liebe für diese Zeit. Deswegen bin ich auch so begeistert, dass so viele Klassik-Sachen im Augenblick bei Hachette neu aufgelegt werden. Und irgendwie hat das diese Meinung, die ich mir da gebildet habe, sogar nochmal untermauert, als ich diese Dinge nochmal gesehen habe in ihrem sozusagen originären Umfeld. Es hat einfach eine andere Wirkung. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das dazu beigetragen hat, dass ich mir den Punisher-Band nicht mitgenommen habe, aber das ist eine allgemeine Sache, die mir immer wieder ein bisschen Probleme bereitet. Vor allen Dingen, da ich es bei Marvel nicht gewohnt war und immer ein bisschen bei DC belächelt habe, und jetzt ist es bei Marvel irgendwie genauso, und ich kann es jetzt nicht mehr belächeln, sondern ich finde es eher traurig.
Ja, die andere Seite ist halt, wie will man es anders machen? Wenn du neue Leser ranführen willst, wird es natürlich schwierig zu sagen, die eine Figur war im Vietnamkrieg halt. Ne? Natürlich hatten wir das Problem schon vorher eigentlich auch, na, eine Durchsage. Liebe IKEA-Kunden, wir haben heute bis Kasse 18 geöffnet. Wow, bis Kasse 18. Ja, da haben wir was mitbekommen jetzt. Also, und wir hatten das Problem schon zum Beispiel mit Nick Fury. Ne? Das war ja eine Figur, die auch schon im Zweiten Weltkrieg sehr aktiv war. Bei Captain America konnte man es gut erklären. Der hat halt zwischenzeitlich mal ein bisschen geschlafen und war eingefroren. Aber bei Nick Fury und den Howling Commandos, Ja, da hast du natürlich recht. Wobei ich muss dazu sagen, als ich als Kind angefangen habe, Marvel Comics zu lesen, war dieser Zeitrahmen schon unrealistisch. Vollkommen unrealistisch. Aber hat mich das als Neuleser gestört? Nein, es war mir vollkommen egal. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es nicht der ausschlagende Punkt ist, dass Neuleser gewonnen werden, wenn man es in der modernen Zeit fester verordnet oder genauer den letzten 10 Jahren zuordnet. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das wirklich ausschlaggebend ist. Ich weiß, dass diese Meinung immer wieder vertreten worden ist und auch sagen wir so Sachen wie das ultimative Universum haben keinen anderen Zweck gehabt, als die Sache in der Neuzeit zu verankern, womit ich gar kein Problem gehabt habe. Ich war ein großer Fan davon, eben deswegen, weil man die Originalkontinuität in Ruhe gelassen hat, in Anführungszeichen. Deswegen, muss man das machen oder muss man das nicht machen, ist für mich eine Debatte, die noch nicht eindeutig abgeschlossen ist. Und ich sehe auch noch nicht, dass die eine oder die andere Seite absolut recht hat. Ich weiß nur, wo ich deutlicher verortet bin. Die Sache ist halt auch, sind wir vielleicht mittlerweile einfach zu alt? Sind wir die grumpy old men, ne? Die da einfach nicht realisieren können, wenn Sachen modernisiert werden oder für eine neue Generation aufbereitet werden. Ich finde es zum Beispiel, Nick Fury ist, wie gesagt, es ist schön, dass man irgendwann wie soll ich das sagen, auch versucht, schwarze Charaktere in Comics mehr zu etablieren, gar keine Frage, aber dann macht das doch bitte mit guten eigenen Charakteren und ändert mir doch bitte nicht den Nick Fury, den ich seit Jahrzehnten richtig gut fand, so wie er war. Ja, als ich komme damit einfach nicht klar. Ja? Zumal Marvel ja auch eigentlich diverse gute afroamerikanische Charaktere hatte oder auch afrikanische Charaktere wie Black Panther, ja? die einfach für sich stehen können und auch eine Serie sehr gut tragen. Es gibt ja jetzt schon sehr lange eine Black Panther-Serie oder gab es. Aktuell bin ich nicht informiert, aber das war was die ganze Zeit weiterging. Oder auch Falcon, ja? Also das ist, warum muss man solche Sachen dann umdesignen? Man hat ja bei Nick Fury, hat man dann die Figur einfach an den Film Nick Fury umgepasst, indem man gesagt hat, dass, ja, das ist jetzt sein Sohn und der andere ist dann irgendwie weg. Der und heißt zufällig genauso. Und warum Nick Fury jetzt weg ist, also der Original... Nick Fury Senior, das würde wahrscheinlich 2 Stunden dauern, der Rant darüber, wenn wir uns darüber auslassen, warum der nicht mehr da ist und jetzt sein Sohn die Amtsgeschäfte führt. Also finde ich immer noch sehr ominös, diesen Spin. Ne? Aber der Sepp hält schon kaum mehr aus. Ich muss mal das Mikrofon abgeben hier, sonst ihr wisst ja, was ich vorhin erzählt habe mit 3 Monate nicht unanieren und so. Also erstmal ein kurzer Kommentar zum Thema altes Eisen und man kann mit neuen Sachen nichts mehr anfangen. Da verweise ich nochmal auf meinen ersten Comic, den ich heute beworben habe, Squirrel Girl. In der Squirrel Girl als Computerstudentin mit irgendwelchen Programmiersprachen teilweise Schurken besiegt. Und das ist dermaßen nicht meinem Alter entsprechend, aber das ist vollkommen irrelevant. Ein guter Comic ist ein guter Comic. Also daran soll es jetzt echt nicht hängen, ja. Und zu dem anderen Punkt, seit Secret Wars ist bei Marvel eh alles egal. Also ich habe immer das Gefühl, das Thema Kontinuität ist immer mehr gebröckelt, aber spätestens seit das Secret War Event gelaufen ist, war es das. Ja, es gibt keine Regeln mehr, es ist vollkommen egal, was wo passiert. In der einen Serie wird einer erschossen, in der anderen läuft er ganz normal rum, juckt keinen, alles ist erlaubt. Wichtig ist, dass die Geschichte gut ist, nicht ob sie zusammenpassen. In meinen Augen ein katastrophaler Fehler. Die Amerikaner merken es in den Comicläden, es wird immer weniger Marvel gekauft. Mein Händler merkt es in seinem Laden, es wird immer weniger Marvel gekauft.
Und ich bin der Überzeugung, das liegt nicht daran, dass die einzelnen Geschichten unbedingt schlechter werden, sondern dass dieses besondere Element, das dieses Universum von einem Universum wie DC abgegrenzt hat, das übrigens sehr gute Verkäufe hat, sowohl in den USA als auch in Deutschland, nicht mehr relevant ist. Und wenn man zwei Universen hat, bei denen die Kontinuität eh für den Arsch ist, dann geht man halt dahin, wo einem die Zeichnung besser gefallen, weil die Geschichten werden eh irgendwie zweitrangig. Das klingt jetzt sehr abwertend, teilweise ist es auch so gemeint, weil ich einige Sachen in letzter Zeit gelesen habe, auch als Gastleser bei Leuten, die sich das geholt haben, die oberflächlich erstmal sehr interessant ausgesehen haben, aber dann irgendwie nichts als heiße Luft zu bieten hatten. Und weil alles konsequenzlos ist, ist es auch egal. Ich stehe vorm Comic-Regal und denke, nehme ich mir die neue Miniserie zu Figur XY mit, weil da passiert irgendwas ganz, ganz Tolles. Und dann denke ich mir, nö, weil die anderen Autoren werden es eh ignorieren. Das Gute dabei ist, dass so Serien wie Tracks dabei rauskommen, wo in Deutschland vor kurzem ein Megaband rausgekommen ist. Das war die beste Lobo-Serie, die ich seit Jahren gelesen habe, auch wenn sie bei Marvel rausgekommen ist und die Hauptfigur grün war. Ich kann die jedem nur ans Herz legen, genial gezeichnet, genial erzählt, super lustig und unterhaltsam. Alles andere als altbacken, ja. Von wem? Der Autor war Kellen Bunn und der Zeichner, oh Gott, Scott irgendwas. Also tut mir leid, da müssen wir jetzt wieder mit später recherchierten Nachreichungen arbeiten. Aber dieser Megaband ist wirklich äußerst zu empfehlen. Ja. Das Interessante an dem ist, ja, der profitiert davon, dass die Kontinuität aufgeweicht ist. Denn er kann Figuren einbringen, die tot sind oder verschollen sind oder sich komplett charakterlich geändert haben. In welchen Fällen ich aber damit umgehen kann, ist, wenn es so gelöst wird wie bei Trax, nämlich wenn die Figur selber sagt, ich bin zwar gerade tot, aber was soll's, und wir sollten unser friedliches neues Leben so lange genießen, bevor der nächste Autor kommt und uns eh wieder anders schreibt. Ja, klar, dadurch wird jede Illusion zerstört, aber wenn wir mal ehrlich sind, das hat die Redaktion von Marvel schon lange entschieden, dass die Kontinuität als Illusion eh nicht mehr relevant ist. Und dann lese ich lieber einen Comic, der sich über diese Tatsache lustig macht, als einen, der mir weismachen will, dass das, was im Comic passiert, tatsächlich nur für irgendwas relevant ist, was vielleicht in 2 oder 3 Jahren passiert. Ja, exakt diese Problematik gibt es ja momentan auch DC. Bist du da irgendwie auf Stand? Kümmerst du dich da drum oder... Also DC hat genau diese Problematik gehabt. Das Rebirth-Event, das jetzt gerade am Laufen ist, ist genau dafür da, um diese Problematik wieder aus der Welt zu schaffen. Vollkommen planloses aneinander vorbei erzählen und alles ignorieren, hat DC nicht gut getan. Es hat den Figuren nicht gut getan, es hat den Geschichten nicht gut getan. Der Verlag hat es gespürt durch sinkende Verkäufe und durch enttäuschte Fans. Und schließlich ist mal hingegangen, hat gesagt, okay, wir müssen irgendwas tun. Dann ist Geoff Johns auf den Plan getreten und hat gesagt, hier ist die Lösung, DC fehlt was und wir bringen das jetzt wieder zurück. Sie haben es dann das Herz und die Seele genannt. Tatsächlich ist es aber in meinen Augen einfach die Treue zum Original, zum Konzept, das mal entworfen worden ist. Man kann zwar gerne erzählen, aber man sollte nicht einfach die Figuren kaputt schreiben. Ein Status quo wird oft als was Überholtes beschrieben, ist es in meinen Augen nicht. Tatsächlich finde ich sogar, dass es was Notwendiges ist. Oh, jetzt kriegen wir hier musikalische Unterhaltung, die wahrscheinlich die Aufnahmequalität bös nach unten jagt. Kann man das noch verstehen oder müssen wir jetzt abbrechen? Ja, also schwierig. Heute ist das große Spargelessen hier im IKEA und deswegen hat man John Lennon hierher bestellt. Er sieht ein bisschen anders aus, hat eine Kochmütze auf. Er wird auch wahrscheinlich nicht wieder aufhören. Ja, ich hoffe, es gibt keinen Ärger mit der GEMA jetzt, weil hier jemand plötzlich hier Imagine singt. Mit einer Kochmütze wohlgemerkt. Gut, Vorschlag. Vorschlag zur Güte, also wir haben es jetzt leider nicht hingekriegt, eine große, ausgebreitete Sendung daraus zu machen, aber wir haben ja auf jeden Fall gerade ein Thema angeschnitten, das Potenzial für Diskussionen hat. Vielleicht wählen wir dann heute mal einen anderen Ansatz, geschuldet dadurch, dass hier jetzt uns ein bisschen zu viel Hintergrundgeräusche in den Weg gestellt werden.
Ich gebe einfach mal das Thema zur Diskussion an unsere Zuhörer frei. Ich würde mich echt freuen, wenn die Leute ihre Meinung dazu zum Besten geben. Und wir sehen zu, dass wir uns in Kürze vielleicht nochmal treffen und dann auf die Reaktionen vielleicht dann auch zu sprechen kommen, die die Zuhörer zu dem Thema gehabt haben. So können wir das machen. Und ich sage, wir machen mal kurz Pause. Und das wird er ja nicht für die nächsten 5 Stunden hier betreiben, was er hier gerade macht, ne? So, wir sind jetzt vor der Geräuschentwicklung geflüchtet. So ein bisschen Atmosphäre ist ja ganz schön und bei unserem schwedisches Restauranttreffen eigentlich mit inbegriffen. Aber wenn dann natürlich der Koch noch ans Klavier gesetzt wird beim Spargelessen, ihr wisst ja, Spargel aus Hesse wird immer gern gesse, ne? Dann ist das natürlich mehr als schwierig. Und gerade in dieser emotionalen Phase, wo Sepp den Niedergang der Mainstream-Comics beschreit durch mangelnde Kontinuität, ist es natürlich verwerflich gewesen. Und deswegen sind wir jetzt einfach nochmal hier auf dem schönen Parkplatz. Und ja, du hattest erwähnt, dass du Rebirth sogar schon was gelesen hast. Was hattest du da gelesen? Also ich habe mir zum Thema Rebirth erstmal natürlich das neue Heft geholt, also diesen 80 Seiten Prolog zum Event oder wie auch immer man das bezeichnen soll, in dem sozusagen die Grundlage für das ganze Rebirth geschaffen worden ist, wo so schöne Verweise gewesen sind, wie diese neuen Panel-Aufteilung, die man aus Watchmen kennt, Auftauchen von Figuren, die lange vermisst worden sind, ein Smiley-Button in der Wand von der Betthöhle und eine Szene auf dem Mars und Uhren und etc. und Hinweise auf Watchmen und wie das so alles ist. In dem Heft hat man gemerkt, was für ein Schindluder bei DC mit der Kontinuität in den letzten paar Jahren getrieben worden ist, weil es war das pure Grauen, da durchzulesen. Man hat nur gedacht, oh Gott, was für ein Durcheinander haben die da produziert. Und Gott sei Dank hat sich jemand überlegt, das wieder in Ordnung zu bringen. Dann hatte ich mir noch ein Heft zugelegt mit 4, was waren das? Das war so ein Vorschauheft für Rebirth, für die einzelnen Heftserien, glaube ich. Da war ein Batman-Heft drin, ein Superman-Heft, ein Suicide Squad-Heft. Oder auch nicht ganze Hefte, sondern nur ein paar Seiten, das weiß ich nicht mehr. Das war ein Gratis-Heft, ne? Genau, irgend so ein Gratis-Heft. Und ich muss leider sagen, dass mich diese Hefte überhaupt gar nicht dazu animiert haben, eine von den Serien zu lesen. Also das Rebirth-Heft hat mich extrem interessiert und da war ich neugierig, wie es weitergeht. Guck dann in das Gratis-Heft rein und denk mir, ja, irgendwie, das brauche ich jetzt aber nicht. Also hätte es jetzt zu diesem Rebirth-Heft eine direkte Fortsetzung gegeben, hätte ich mir die auf jeden Fall geholt. Aber die ganzen DC-Reihen, die da jetzt anfangen zu laufen, das konnte mich nicht überzeugen. Ja, dieses bewusste Heft habe ich auch gelesen und da war es auch so, dass ich mich schon gefragt habe, wo ist da jetzt genau der Einstiegszeitpunkt oder wo ist da jetzt das Neue, was mich jetzt vielleicht als alten Wiederleser mitnimmt. Und das habe ich in diesem Probeheft auch nicht gefunden. Wo ich es hingegen gefunden habe, war in der Ankündigung vom Superman Sonderband. Ich hatte ja die alte Superman-Serie vom New 52 im Abo. Am Anfang, weil es auch ein bisschen anders losging, wie der Clark Kent so drauf war. Bitte? Grant Morrison? Weiß jetzt gar nicht mehr, wer es geschrieben hatte, aber es war ein komplett bisschen neuer Ansatz. Das hatte sich aber dann nach ein paar Heften irgendwie erledigt. Also es waren immer noch neue Sachen, die da stattgefunden haben. Steffen vom Nerd-Nerd-Nerd-Podcast hat das so schön berichtet. Er fand es zum Beispiel nicht gut, dass Superman plötzlich mit Wonder Woman zusammen war. Dahin bin ich leider nicht gekommen, weil ich gesagt hätte, das hätte ich jetzt gar nicht so schlecht gefunden. Aber mich haben andere Sachen dann, die diverse Gegner und so weiter, wo es dann auf mich plötzlich so wirkte, als würde einfach Business as usual gehen. Und das neue Innovative war dann für mich irgendwann einfach mal weg. Und deswegen war ich umso überrascht, als ich jetzt gehört habe, wie das mit dem neuen Superman sich zuträgt, der jetzt durch oder dem alten oder dem anderen oder dem andere Realitäts-Superman zuträgt, der jetzt plötzlich der Superman des aktuellen DC-Universums ist. Ich denke, die Geschehnisse sind lang genug vorbei, dass wir drüber reden können. Ansonsten wir jetzt keine Spoiler zu der letzten halben Jahr und dem aktuellen Superman haben möchte, der sollte jetzt vielleicht besser weghören oder ausschalten. Denn es hat sich zugetragen,
dass der New 52 Superman dahingeschieden ist, wie immer natürlich aufopferungsvoll. Und wir hatten aber in der Vergangenheit schon einen weiteren Superman auf der Erde, der aus einer anderen Welt entstammt und sich aber anonym auf der Erde niederlassen wollte. Und zwar ist das eine Superman-Version, die mit Lois Lane verheiratet ist und auch einen jungen Sohn hat. Ne? Und auch da gab es eine Serie dazu, also es gibt schon eine Vorgeschichte dazu. Wobei hier stimmt es tatsächlich, dass man den ganzen Band, geschrieben von Peter J. Tomasi, auch ohne großes Vorwissen lesen kann. Also es macht Sinn, man weiß, wer Superman ist und Lois Lane, gar keine Frage. Aber es reicht zu wissen, der alte Superman ist tot. Und der aktuelle Superman ist eigentlich von einer anderen Dimension, aus einer anderen Dimension, und er hat halt auch einen Sohn und lebt zurückgezogen, nicht in der Nähe, wo Clark Kent früher gewohnt hat, sondern in einem anderen Agrarbundesstaat der USA. Ich weiß gar nicht, war es Iowa, ich weiß es nicht mehr. Lebt er zurückgezogen auf einer Farm. Und wir hatten ihn ja gesehen, oder man hatte ihn gesehen in einem schwarzen Kostüm, wie er ursprünglich aufgetreten ist, dann auch noch mit Bart und so. Und nach dem Tod des aktuellen Supermans hat sich dieser Superman dazu entschieden, das doch weiterzuführen und auch in dem klassischen Kostüm. Der Spin jetzt dabei, oder das Neue ist halt wirklich dieser Sohngedanke. Das Ganze gab es ja vor kurzem bei Batman auch nochmal. Dass plötzlich dann Nachwuchs da war, und so ist das hier jetzt auch. Aber das ist wirklich ein Spin, der mich wirklich interessiert, weil was mich früher oder später immer bei Superman gelangweilt hat, ist, dass immer dasselbe passiert ist. Also ich war großer Verfechter davon, dass endlich mal jemand Lois Lane wirklich dauerhaft umbringt, weil mir dieses ständige Ja und dieses Süße und Flirtende, und dann kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht, und oh, ich war so gelangweilt von Lois Lane. Und gut, natürlich, Lois Lane gibt es hier dann in der Version wieder. Selbstverständlich, die sind verheiratet, aber es steht nicht im Vordergrund, sondern dieser Spin mit seinem Sohn steht im Vordergrund, weil der ist ja halb Kryptonier und entdeckt so ein bisschen auch seine Kräfte. Und das geht aber nicht immer schön aus. Also man kann sich... Son Gohan heißt er nicht, aber er hat die Kräfte noch nicht ganz unter Kontrolle. Also ist jetzt kein großer Spoiler. Er hat auch eine nette, süße, kleine Katze, mit der er unterwegs ist. Ne? Und er entdeckt so seine Kräfte, die soll er eigentlich nicht so benutzen, aber natürlich in der Vorpubertät interessiert einen das noch nicht so. Er zieht da so mit seiner Katze durch die Gegend und plötzlich, sie laufen über eine Wiese. Die Katze wird angegriffen von einem Raubvogel und ergriffen. Und er versucht, das Ganze zu kitten. Und da löst sich sein Hitzeblick und er toastet halt diesen Raubvogel, der die arme Katze angegriffen hat. Was er natürlich damit auch toastet, ist die Katze. Also die ist dann nur noch ein qualmender Haufen Asche, sehr schön. Die Glocke macht noch ein letztes Mal Blink, die Katze umhatte. Also das Material von der Glocke scheint äußerst feuerresistent zu sein. Ja, es ist Adamantium-Glocke, natürlich. Es ist wie die Klamotten von Superman immer, die sind ja auch sehr resistent. Und da sieht man, was da für Probleme vorherrschen. Und natürlich wäre DC nicht DC, wenn sie nicht wieder irgendwelche Parallelen und so zu früher einbauen würden. Dabei würde natürlich beobachtet von einer Nachbarin, von einer Blondhaarigen. Sie heißt nicht Lana Lang, aber ich sag mal, es ist eine ähnliche Fallkonstellation, wie wir das aus alten Superboy-Geschichten, also aus den richtig klassischen, wie wir es in Deutschland bei Harper zum Beispiel gesehen haben, noch kennen. Dass Lana Lang immer natürlich dem Geheimnis auf der Spur ist. Hier hat sie das aber relativ schnell gesehen, dass da irgendjemand halt im Flambieren sehr groß ist. Und das wird sicherlich in Zukunft noch ein gewisses Thema sein. Superman an sich ist selber ein bisschen skeptisch, also er möchte ihn da eigentlich überhaupt nicht so reinbringen. Es gibt ein Aufeinandertreffen natürlich mit der Justice League, die natürlich jetzt ein bisschen Bedarf an einem gottgleichen Wesen haben, wo das alte gottgleiche Wesen tot ist. Ne? Und es gäbe da ja einen, aber er ist da so ein bisschen skeptisch. Ich habe jetzt die Justice League Serie nicht gelesen, aber es gibt eine Szene, wo die Justice League dann mal auf die Farm kommt und ihm einen Besuch abstattet.
Und also großartig auch von den Zeichnungen her, wenn Batman so an das Fenster hochguckt, wo der Junge John heißt er, kennt. Also er heißt ja da nicht kennt, sondern er hat sich einen anderen Namen gegeben. Also wo er den jungen John, den Sohn von Superman, betrachtet, also krieg selbst ich ein bisschen Angst vor dem Blick von Batman, wie ihn da betrachtet. Also sehr, sehr schön gelöst. Es läuft alles ein bisschen darauf hinaus, dass wir jetzt schauen, wie wird jetzt eigentlich der kleine John so ein bisschen ausgebildet, wie würde er sich entwickeln, wie viel Kryptonier steckt in ihm, wie viel Lois Lane steckt in ihm vielleicht. Und da taucht ein sehr alter Bekannter aus einer Phase, wo Superman mega interessant war, nämlich der Eradicator. Es gab ja mal die grandiose Storyline des Todes von Superman, wo man glaubte, dass Wesen sterben können im Comics und nicht wiederkehren. Da waren ja plötzlich vier weitere neue Inkarnationen irgendwie von Superman da und keiner wusste, welches ist jetzt der echte. Und einer davon war der Eradicator und der ist auch hier und er verfolgt einen sehr bösartigen Plan. Nämlich möchte dafür sorgen, dass die kryptonische Blutlinie, also die Gene quasi reinbleiben. Und da haben wir natürlich ein Problem. Wir haben jetzt schon einen, der ist ein bisschen humanes Genmaterial reingekreuzt. Und das kommt natürlich beim Eradicator nicht ganz so gut an. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Das ist ein Band, wo ich mir gar nicht so viel von versprochen habe, aber der mich jetzt dazu animiert, dass ich die Sonderbandreihe, wo diese Familie halt begleitet wird, weiterlesen werde, weil ich es sehr interessant und spannend finde. Und das ist das, was ich eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten bei Superman oft vermisst habe. Da gab es immer dann den Gegner des Monats, den er zusammengekloppt hat und dann ein bisschen mit Lois hin und her geflirtet und dann mal mit Lois auseinandergelebt und wieder zusammengerauft und ne, Jimmy Olsen und so weiter und so fort. Das scheint hier so zu sein, dass es aktuell auf jeden Fall innovativ ist. Es gibt zum Beispiel schon einen Blick auf die nächsten Hefte, die da rauskommen werden. Also der nächste Band, da sieht man, wie sich Batman und Superman entgegenstehen und sich sehr bösartig beäugen. Auch im selben Zeichenstil wie der erste Band und wie der kleine Sohn von Superman, also der John und Damian sich gegenüberstehen. Und das sieht doch sehr innovativ und lustig aus. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese Konflikte gelöst werden. Was total lustig ist, weil das ja bei E-Harper waren die ja ein Arsch und ein Eimer halt. Ne? Batman und Superman, die haben regelmäßig was zusammen gemacht, da war der Batman noch nicht so mürrisch. Er hat sich zwar in Fledermauskostüm gehüllt, aber man sah ihn auch mal lächeln. Und das ist hier nicht so und in dieser Serie explizit nicht so. Also er sieht da immer sehr, sehr grimmisch und skeptisch aus. Und in der Welt des Batman ist das natürlich noch eine zusätzliche Gefahr, wenn nicht nur ein Kryptonier auf der Erde ist, sondern noch der vorpubertierende Sohn eines Kryptoniers. Da ist ja eigentlich der Ärger vorprogrammiert und ich bin sehr gespannt, wie man das lösen wird. Ich bin auch sehr gespannt, es wird jetzt bei Rebirth alles so ein bisschen zusammengeschmissen. Ne? Also alle, die tot sind und alle, die ihr irgendwann mal mochtet, können irgendwie wieder auftauchen. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit dem Klon Superboy, der mal seinerzeit aus Superman DNS und Lex Luthor und so weiter wird der auftauchen oder wird Superboy Prime oder du weißt es schon. Also gerade über das Wiederauftauchen von dem Connor Kent, der auch damals in der Tod des Superman aufgetaucht ist als Klon aus Lex Luthor und Superman, da wurde schon ziemlich deutlich gesagt, dass der wohl erstmal rausgeschrieben ist und nichts mehr damit zu tun hat. Überhaupt fängt halt wieder so ein Auswahlverfahren aus. Man hat so viel Kontinuitätsmöglichkeiten bei DC inzwischen über die Jahrzehnte gesammelt, dass man eh nicht mehr alles unter einen Hut kriegt. Man kann sich nur noch Brocken rauspicken. Die Kunst dabei ist jetzt, Brocken rauszupicken, die gut miteinander harmonieren und ein neues DC-Universum dann auch bilden können.
Wie das im Endeffekt aussehen wird, wissen wir nicht. Ich meine, diese ganze Rebirth-Sache soll immerhin 2 Jahre lang laufen, ist groß angelegt und was am Ende davon steht, ist nur bisher ein großes Fragezeichen. Deswegen weiß man, kann man schlecht beurteilen, was noch kommt. Es kann auch sein, dass sie sich in einem Jahr alles anders überlegen, den Superman, über den dieser Band jetzt handelt, auch schon wieder rausschreiben. Man weiß es nicht, ja, keine Ahnung. Es wird dadurch auch angedeutet, dass wir in diesem Prologheft den Hinweis auf die Watchmen hatten, mit einer Figur wie einem Dr. Manhattan, der von seinen Kräften her auf einem Level ist, das sogar in einem DC-Universum, wo es viele gottähnliche Wesen gibt, nochmal da drüber steht. Ja, also Dr. Manhattan stellt sich hin, schnippt mit den Fingern und die Justice League ist tot und kann nichts dagegen tun. Also deswegen, wer weiß, was da noch draus werden kann. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, als du durch den Band geblättert hast, während du erzählt hast, die Rückkehr des klassischen Superman-Kostüms, das klassische Superman-Symbol auf der Brust, sogar das goldene S auf dem Umhang und die Tatsache, dass sehr auffällig vermieden wird, die neue Gürtelpartie zu zeigen. Das finde ich schon fast ein bisschen lächerlich. Also wenn der Hang zum Originalkostüm so groß ist, dann sollten sie die Sache mit diesem blöden roten Gürtel über Bord werfen, statt immer die Hüftpartie in schwarzen Schatten zu tauchen, einfach wieder die rote Unterhose hinmalen und gut ist. Weil man muss einfach mal feststellen, dass... das ist auch ein neues Kostüm bei Batman. Man muss einfach mal feststellen, dass das ikonische Auftreten von Superman, ja, das wird einfach schwarz gemacht. Also das ist einfach gemogelt. Das gefällt dem Zeichner offensichtlich selber nicht, ja. Deswegen sollen sie wieder so zeichnen wie vorher. Es gibt im Internet sogar einige Essays darüber, warum das Kostüm so gestaltet ist, wie es gestaltet ist und warum die rote Unterhose in Anführungszeichen denn so wichtig für das Gesamtbild ist. Und gerade in dem Band, wenn man durchblättert und sieht dann Bilder, wo das möglichst vermieden wird und dann ein Bild, wo es klar gezeigt wird, wird absolut deutlich, dass das eine furchtbare Fehlentscheidung ist, genauso wie die Stiefel. Also da kriegt man Augenkrebs. Das harmoniert überhaupt nicht mit dem Oberkörper, mit dem S-Symbol, dem Umhang und sobald man in die Hüftregion und darunter geht, wird man am liebsten das Bild abschneiden. Das es stimmt nicht. Es passt nicht zueinander. Aber das war jetzt ein echter Rant, einfach mal so. Ich bin großer Anhänger vom Originalkostüm und ja, der hatte Unterhose über der Hose, aber ehrlich gesagt, es hat mich viele Jahrzehnte lang nicht gestört und dieser Gürtel sieht einfach nur blöd und unnötig aus. Sorry. Ja, was dir als Grumpy Old Man natürlich vielleicht gefallen, also mich hat das Ganze so ein bisschen an die Ära erinnert, die wir bei Dino mit Superman hatten, wo auch zum Beispiel der Zap Superman dann irgendwann kam, also nicht der Zap, sondern der Elektro-Superman, der blaue und der rote, so auch optisch. Auch hier hat man sich in der Kolorierung sehr stark zurückgehalten, mit einigen Ausnahmen. Es gibt dann doch schon mal Effekte, wenn er zum Beispiel den Hitzeblick einsetzt, aber das ist sehr dezent eingesetzt. Also es ist nicht so polished, wie das, wir hatten es vorhin schon angesprochen, in vielen Marvel-Serien aktuell der Fall ist. Und es gibt einige Hommagen an Figuren aus exakt dieser Phase, wo die in Deutschland größtenteils bei Dino rausgekommen ist. Nämlich gibt's hier wieder, wie heißt er, Bibbo, Supermans Freund. Mhm. Und der liefert sich einen Wettbewerb mit Hacken. Nein. Naja, ja, also die zwei Kampftrinker treffen aufeinander und es ist einfach nur schön halt, wenn man die dann wieder erkennt. Ich weiß jetzt natürlich, der neue Leser wird jetzt sagen, ja, was sind das? Diese zwei saufenden Kneipier glückmachenden Figuren, ja, aber das ist einfach für mich eine sehr deutliche Hommage an diese Zeit und dass man die wieder rauskramt. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht gab es das bei New 52 auch, ich habe das nicht verfolgt, aber es hätte halt einfach nicht gepasst. Um es mal mit Zack Snyder zu sagen, das ist was für die echten Fans. So ist es. Ja. Also, wäre das was für dich, Sepp? Also wie gesagt, wenn ich so rüberblätter, ich würde es lesen, ich würde es mir aber nicht kaufen, ich würde es wahrscheinlich auch nicht weiterverfolgen, was zum großen Teil daran liegt. Oh ja, sehr schön. Sogar mit Handprothese. Beim Armdrücken.
Nee, die Sache ist die, bei Superman gibt es nur die eine Storyline, die mich tatsächlich über all die Jahre begeistert hat. Das war damals der Tod von Superman. Das war, da waren Hefte dabei, die waren einfach nur lächerlich schlecht. Ich kann mich noch an den Opener erinnern, da habe ich gedacht, oh Gott, warum liest du das? Ja. Aber ich habe mich trotzdem so begeistert für die Gesamtsituation und auch für die vier anderen, also für die vier Supermans, die dann auf einmal da waren und wer ist der Echte und was ist mit dem schwarzen Kostüm und jetzt hat er keine Kräfte mehr oder hat er doch Kräfte und kann er es noch schaffen und mittendrin noch die Zerstörung von Coast City und da ist so viel auf einmal passiert. Und wie du gerade gesagt hast, oft war Superman nur so Business as usual und das hat mir halt nie so gelangt. Noch dazu kommt, dass ich natürlich ein Newsseitenspicker bin, der gerne mal in die USA rüberschielt und auch auf der Basis dann oft beurteile, ob ich mir was auf Deutsch hole oder nicht. Also lohnt sich das oder lohnt sich das jetzt nicht für mich? Und bei dieser ganzen DC-Sache, es gab immer Sachen, die ich gern gelesen habe. Ich war ein riesen Lobo-Fan, ich war ein riesen Fan von der, wo kommt der Haken her? Gibt's doch nicht. Warum fällt mir das jetzt nicht ein? Nein, die Serie. Gotham? Also du meinst Hitman? Genau, Hitman. Ach Gott. Habe ich unheimlich gern gelesen. Es gab auch eine Zeit, wo ich mit Begeisterung Green Lantern gelesen habe. Als dann die New 52 gekommen sind, war es mir dann egal. Da bin ich ausgestiegen. Da gab es eine neue Lobe-Version. Die konnte mir nicht egaler sein. Was bei Green Lantern passiert ist, hat mich irgendwie auch nicht mehr gereizt. Und dann war ich raus. Dann habe ich das alles beobachtet, was da passiert. Jetzt sehe ich das mit dem Rebirth. Sehe die Anspielung auf Watchmen. Kann nicht so gut damit leben. Will erstmal warten, was da draus wird. Und kann ich das dann möglichst unterstützen. Also ich bin schon so ein Mensch, sowas kann mir das vermiesen. Vielleicht vermiese ich es mir auch selbst. Wahrscheinlich vermiese ich es mir sogar bestimmt selbst, dadurch, dass ich mir solche Gedanken mache. Aber das gehört für mich zum Erlebnis einfach dazu. Also ich bin nicht auf einem Grant Morrison-Niveau, wo ich sage, Comics formen und beeinflussen die Realität oder so ein Quatsch. Ja, es geht dann doch ein bisschen weiter als das, was ich mir vorstelle. Aber ich habe ein bestimmtes Bild und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, gerade an Marvel und an DC. Und wenn die nicht erfüllt werden oder nicht durch etwas ersetzt werden, was mich noch mehr begeistert, dann bin ich da doch immer sehr zögerlich. Und deswegen, ich würde ihn lesen, aber ich würde mir nicht kaufen. Klares Statement. Dann zum Schluss. Hast du denn noch außer Squirrel Girl irgendwas, was du den Lesern jetzt wirklich ans Herz legen willst? Weil das ist... was ich wirklich vermisse, dadurch, dass du nicht mehr regelmäßig beim Podcasten dabei bist, dass ich für mich was Ungewöhnliches rausziehe. Der Steffen und ich haben mittlerweile ja einen einigermaßen ähnlichen Geschmack. Da sind immer ein paar Sachen dabei. Der Steffen mag es lieber ein bisschen cartooniger. Ich gehe vielleicht ein bisschen mehr zu Franco-Belgisch oder so. Aber ich werde nicht mehr überrascht. Ich werde nicht mehr überrascht dadurch, dass da jemand kommt, der mir einen Manga hinlegt, den ich vorher noch nicht gesehen habe und den ich richtig gut finde zum Beispiel. Das passiert einfach nicht. Hast du da irgendwas, was du der Menschheit auf den Lesestapel legen möchtest? Also eine Manga-Serie, die ich mit großer Begeisterung gelesen habe, war Sunken Rock. Da kommt gerade der 13. Band bei Tokyo Pop raus und die Serie ist damit abgeschlossen. Das bedauere ich sehr, weil die unglaublich viel Spaß gemacht hat. Die ist in meinen Augen fantastisch gezeichnet, mal abgesehen von der super klischeehaften Frauendarstellung. Unheimlich energiegeladen, super dynamisch, es ist eine spannende Geschichte, es geht um einen ganz normalen Typ, der von Japan nach Korea geht, um seiner großen Liebe nachzureisen. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal ansatzweise besprochen mit anderen Bänden, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und wird da halt in so eine Gangster-Clique aufgenommen und arbeitet sich dann so langsam aber sicher zum Boss hoch und kommt mit anderen Gangs in Konflikt etc. pp. Super unterhaltsam, super lustig, super spannend, teilweise echt tragisch, herzzerreißend, da ist alles drin, ja. Das ist was ich bei Mangas immer besonders schön finde, auch wenn die in einem bestimmten Genre angesiedelt sind, das ist für die keine Grenze. Man hat auf der einen Seite die Figur total naturalistisch gezeichnet, auf der nächsten Seite ist es ein kleines Männchen mit einem riesen Kopf und runden Kulleraugen. Und es ist egal, es geht einfach weiter und es funktioniert. Also Sunken Rock, für mich eine der überraschendsten Serien, auf die ich auch hingestoßen worden bin, die ich mir wahrscheinlich von mir aus nicht geholt hätte, weil mir das alles erstmal ein bisschen zu platt ausgesehen hat vom Draufgucken. Aber ich kann jedem nur empfehlen, werft mal einen Blick rein.
Die andere Serie im Manga-Bereich, die mich im Augenblick total begeistert, ist von, ach Gott, jetzt geht's wieder los mit dem Namen. Inio Asano, ich hoffe, das stimmt. Wenn nicht, wird's bestimmt korrigiert. Bitte nochmal checken. Die Serie heißt DDDD, Dead Dead Demons Destruction. Es geht da um eine Gruppe von Schulmädchen, die irgendwo in Tokio leben. In einer Zeit, in der über Tokio ein riesiges Alien-Raumschiff aufgetaucht ist und da einfach nur so rumhängt. Hin und wieder kommen kleine UFOs rausgeflogen. Die Armee tut dann auch alles dafür, um die schnellstmöglich abzuschießen, auch wenn die eigentlich nichts machen, außer rumfliegen. Und man weiß nicht so genau, was wollen die Aliens eigentlich da? Ist es ein Angriff oder haben die sich verirrt oder wollen die Frieden schließen? Kein Plan. Das UFO ist schon so lange da, dass sich die Bewohner eigentlich schon dran gewöhnt haben. Auch wenn immer wieder Leute zu Schaden kommen, auch wenn Stadtteile zerstört werden und riesige Laserkanonen von der Regierung gebaut werden und in ganzen Stadtvierteln der Strom ausfällt, weil sie ihre Riesenkanone abfeuern müssen, leben die Leute einfach ihr normales Leben und haben einfach normale Probleme. Und dieser Kontrast, diese Gegenüberstellung ist erstmal unglaublich erfrischend, ja, weil man hat so ein bisschen District 9 zusammen mit dem Schulmädchendrama, was schon sehr seltsam ist. Und noch dazu kommt, dass gerade dieser Mangaka dafür bekannt ist, dass er überaus abgefahrene Charaktere in seinen Geschichten drin hat. Und da ist dieser Manga keine Ausnahme. Richtig interessant wird es natürlich dann, wenn man auch mal die andere Seite ein bisschen kennenlernt, wenn man mal sieht, was sind das für Aliens, was wollen die eigentlich? Und ich muss sagen, ich war dann ab einem gewissen Punkt sogar ziemlich geschockt. Also da hätte ich gar nicht damit gerechnet, wenn man mal überlegt, wie locker das irgendwie doch alles angefangen hat. Ja, das ist total außer der Reihe gedacht. Ja, das passt in überhaupt kein Genre. Ja, das spricht wahrscheinlich die wenigsten Zuhörer direkt an. Aber reinblättern hilft nichts. Also wer wirklich Interesse bekommen hat, sollte sich den ersten Band holen und den lesen. Wenn er dann noch Lust hat, weiterzulesen, unbedingt dranbleiben. Wenn er nach den ersten 10 Seiten sagt, oh Gott, was habe ich mir da geholt, vergesst's. Aber ich garantiere denen, die dranbleiben, die werden ein ziemlich unvergessliches Erlebnis bei dem Lesen dieses Mangas haben. Eine andere Serie, die es mir echt angetan hat, die ich mit großer Begeisterung lese, ist Black Science, was im Augenblick bei Splitter rauskommt. Hat mich sehr gefreut, dass die auf Deutsch kommt, auch wenn es andere Serien von Remender gibt, die mir noch mehr gelegen hätten, aber man nimmt ja, was man kriegt. Hab mir den ersten Band mitgenommen, der Zeichner Scalera, bitte auch da nochmal Faktencheck bitte und korrigieren, ist das genaue Gegenteil von einer realistischen Darstellung. Die Figuren sind hochstilisiert, überaus zackig, ja. Fantastische Welten, die entworfen werden. Es geht um Dimensionsspringer. Genauso sprunghaft ist auch die Entwicklung der Story und der Charaktere. Es ist tatsächlich überaus mitreißend und man weiß nie, wo man als nächstes landet. Inzwischen ist die Serie schon bei 4 Bänden. Ein ziemlich hohes Veröffentlichungstempo, was ich gar nicht erwartet hätte, was ich aber sehr gut finde. Also auch da kann ich nur sagen, zugreifen und Spaß haben. Nach dem ersten Band denkt man vielleicht noch so ein bisschen, wo soll das hinführen, aber es rentiert sich. Also ich habe jetzt gerade den 4. zu Ende gelesen und es kann mir gar nicht schnell genug weitergehen. Tja, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich erstmal überlegen muss, was ich als nächstes hypen will. Vielleicht kann ich dir nochmal kurz das Mikro übergeben. Vielleicht hast du ja was dazu zu sagen, was ich gerade so losgeplappert habe. Ja, also Black Magic ist definitiv was. Black Science ist auf. Black Magic gab es aber auch, oder? Okay, Science. Hatte ich mir auch schon mal angeguckt, hat aber ein bisschen vor den US-Sachen da zurückgeschreckt. Mal gucken, ob ich mal in so ein Splitterband reingucken kann. Ja, das hört sich. Remender ist ja für mich eigentlich immer ein guter Grund, mal reinzuschnuppern. Gefällt mir nicht unbedingt immer alles, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch, dass mir das gefallen wird. Und das werde ich mal anchecken. Ja. Noch was für den Halbzug? Es ist noch was eingefallen, was sich aus Amerika abkommen lassen, was ich aber auch sehr empfehlen will. Und zwar von Stan Sakai, der manchen ein Begriff sein mag, von Usagi Yojimbo. Hat eine Comic-Version von 47 Ronin gemacht. Ein wunderbarer Band. Die Sage der 47 Ronin wird hier ohne große Amerikanisierung in einer der Versionen, wie sie auch in Japan bekannt ist, dargestellt.
Gut, ich habe natürlich eh einen Hang zu Japan, ich habe einen Hang zu Stan Sakai, da kommt mir halt alles entgegen, aber auch von der Aufmachung her ist der Band toll und ich würde es mir einfach wünschen, dass den mehr Leute lesen. Andere Sachen, die mir im Augenblick sehr am Herzen liegen, ich lese nach wie vor mit großer Begeisterung, man soll es nicht glauben, Deadpool. Gary Duggan ist für mich der Deadpool-Autor, der inzwischen eigentlich sogar Joe Kelly abgehängt hat. Sogar der Fabian Nicecha, keine Ahnung. Also da bitte auch nochmal den Namen unten drunter schreiben, aussprechen kann ich ihn eh nicht. Ist dazu gefragt worden, was er davon hält, dass Duggan im Augenblick an der Serie arbeitet. Und der hat gemeint, der Figur hätte nichts Besseres passieren können und ich kann dem Mann nur zustimmen. Deadpool hat selten so viel Tiefe gehabt, es hat selten so eine interessante Entwicklung von Charakteren und Stories gehabt. Es ist immer noch ein Haufen Irrsinn dabei und manchmal auch einfach nur Blödsinn. Aber das Interessante ist, dass der aktuelle Autor einen Hang dazu hat, aus dem Blödsinn vollkommen unerwartet echte, mitreißende Handlungsstränge zu entwickeln. Und das ist was mich dann doch immer wieder ganz schön staunen lässt. Und deswegen hier ein bisschen unverhohlene Werbung für die aktuell laufende Deadpool-Reihe. Eine Marvel-Serie, die es mir auch sehr angetan hat, ist natürlich Howard the Duck. Auch da unterstütze ich jeden Band, der rauskommt. Überhaupt alles, was ein bisschen seltsam und außer der Reihe ist, bin ich immer dabei. Die Trax Mini habe ich schon genannt, die im Megaband rausgekommen ist. Auch die Moon Knight-Bände haben es mir angetan. Craig Smallwood, der da die Zeichnung beisteuert, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Black Widow-Reihe von Samnee zusammen mit Mark Waid. Hoffentlich liege ich da nicht falsch, aber ich glaube ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn da noch nicht so viel passiert ist. Aber ich bin natürlich auch ein riesen Chris Samnee-Fan. Sein eleganter Stil begeistert mich immer wieder. Manchen mag das zu langweilig sein, manchen mag das zu... vielleicht auch zu, keine Ahnung, nicht dreidimensional genug und nicht actionreich genug und sonst irgendwas. Aber es ist so stilsicher, dass ich dem nicht widerstehen kann. Das ist natürlich eine persönliche Meinung, aber ich finde, dass es von dem, was im Augenblick präsentiert wird, mit das, was mich einfach am meisten anspricht. Wenn es nicht gerade total verrückt ist, was natürlich auch immer was für mich ist. So, es gibt natürlich noch 100 Millionen andere Sachen. Ich bin nach wie vor am Corto Maltese lesen. Jeder Band begeistert mich aufs Neue. Ich habe mir gerade Hilda und der Mitternachtsriese beim Gratis-Comic-Tag mitgenommen und war total begeistert davon. Ja, eine Albenreihe, die eigentlich an Kinder orientiert ist, aber als ob das jemals eine Hürde für mich gewesen wäre. Ich war auch mal mutig und habe mir Kapitän Terror mitgenommen, musste dann feststellen, dass es doch einen guten Grund für mich gab, früher keine Hefte so vom Kauka zu lesen, weil die Dialoge und die Handlungen waren grauenhaft, aber die Zeichnungen haben mir sehr gut gefallen. Alles in schwarz-weiß gehalten. Leute, die das damals gelesen haben oder für die Story und Dialoge nicht so wichtig sind, haben da bestimmt mehr Spaß dran als ich. Das fällt mir jetzt noch so einfach mal so ein. Ach, jetzt wird es schon wieder kritisch. Es liegt so viel bei mir zu Hause, deswegen, wenn ich jetzt vor meinen Comics stehen würde, dann würde ich noch 1000 Sachen wahrscheinlich ansprechen. Aber da muss ich mich nächstes Mal wohl doch nochmal ein bisschen besser vorbereiten. Sorry. Alles war ja schon ganz ergiebig, wobei ich natürlich Kapitän Terror ausdrücklich loben muss als Wiechmann-Freund. Es ist halt eine Art Pulp. Ja, das hat man schon bei Anthrax gesehen oder bei Ombre. Das liegt halt nicht jedem. Aber es ist halt eine deutliche Mischung zwischen ihm, der es als deutschen Autor geschrieben hat und schickt das dann nach Spanien oder wohin auch immer, wo es dann vom mittlerweile Kultzeichner dann, hat er ja auch mit Jordi Bennett zusammengearbeitet etc., dann rausgebrochen wurde. Ne? Also das ist schon interessant, wie sich das einfach so in den 70ern so, ja, ich schreibe mal was, schick das nach Spanien, dann kommt das als fertiges Ding halt irgendwie wieder. Ne? Und ich muss dir halt dazu sagen, dass bei den meisten Wiechmann-Sachen ist es tatsächlich so, dass er die Dialoge nochmal neu geschrieben hat, weil die natürlich irgendwann verloren. Die Zeichnung gibt's natürlich, ne? Aber das sind wirklich dann die aktuellen Sachen, die er dazu schreibt. Ja, es ist halt ultrapalpig. Ja, also er spielt da wirklich mit jedem Klischee. Kapitän Terror habe ich jetzt aus Kostengründen noch nicht gelesen, weil die Bände auch relativ kostenintensiv sind. Aber er bringt da ja wirklich
er hat dann irgendwann einfach mal alles verwurstet, was er so hatte. Hat bei Andrax einfach mal zwischendurch, ja, Robin Hood verwurst man noch mal mit rein, der ist dann eine Nebenfigur. Und also es wird einfach alles mit wild mit zusammengebaut. Und ja, aber man muss halt bedenken, er hat das damals nicht für ein erwachsenes Publikum auch gemacht. Er hat es einfach für die Primo-Leser, die auch heranwachsen, also sag ich mal, keine Ahnung, 10, 11, 12 waren zu dem Zeitpunkt geschrieben. Und da war das hin ausgerechnet. Und trotzdem ist es immer noch so, dass man diese Zeichnung, wenn man klassische Zeichnungen mag, halt immer noch bewundern kann. Ja, also das wer Corto Maltese mag und Dinge, die Pratt, wer in diese Richtung geht, der wird bei den Sachen, die Wichmann für Primo gemacht hat, eigentlich immer noch irgendwie für, ich predige das Primotum, so. Also ich hätte ja den Vergleich zu Corto Maltese jetzt nicht unbedingt gezogen, aber nichtsdestotrotz sehen die Zeichnungen schon deutlich besser aus, als es sich liest. Also daran ist nichts zu rütteln. Den Band habe ich auch mitgenommen, weil ich habe durchgeblättert und war direkt angetan. Da habe ich natürlich die Sprechblasen nicht gelesen. Also gegen die Zeichnung ist nichts zu sagen, auch nicht bei Anthrax. Aber gut, das ist natürlich dann auch eine Sache, kennt man es nicht, kann man da drüber hinwegsehen, kann man nicht drüber hinwegsehen, und es dürfte ja inzwischen bei allen angekommen sein, ich bin da ein bisschen eigen bei sowas, und wenn ich über was nicht, bei vielen Dingen, und wenn ich da über sowas nicht hinwegsehen kann, dann mache ich das auch nicht. Da ist mir gerade noch was eingefallen, was ich unbedingt noch anteasern will, beziehungsweise noch ein bisschen hypen will, Breedstorms Lieblingsthema, Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh. Ist gerade bei Danny Books. Ich dachte Internet-Porno. Ist gerade bei Danny Books ein Crossover mit den Ghostbusters rausgekommen, das ich mir natürlich geholt habe und auch gelesen habe und für sehr, sehr gut befunden habe. Rein aus Nostalgiegründen war das der pure Genuss, aber was auch wirklich klasse war, war, dass die Charakterisierung von den Figuren perfekt gepasst hat, und man sollte es nicht glauben, aber diese beiden Teams, die passen besser zusammen als, keine Ahnung, es fällt mir jetzt nichts ein, als Spargel und Sauce Hollandaise. Nee, also wirklich ganz klasse, Turtles, Ghostbusters, Leute, guckt euch das an. Ich habe mir natürlich auch damals bei Panini das Turtles-Batman-Crossover geholt, das der Breedstorm garantiert auch nicht gelesen hat, warum auch, schließlich kommen diese blöden Schildkröten drin vor. Aber auch da war es so, erstmal waren die Zeichnungen fantastisch, es war vom Figurendesign ziemlich gut eingebunden in die aktuell laufende Turtle-Reihe, die ja in Deutschland leider auch eingestellt worden ist, auch wenn der abschließende Megaband mit einem fiesen Cliffhanger aufgehört hat, weswegen ich gezwungen bin, mir die jetzt auf Englisch zu holen. Ja, und Batman war natürlich auch sehr gut eingearbeitet. Auch da war es interessant zu sehen, wie die Turtles und Batman und die jeweiligen Schurken mit oder gegeneinander agieren. Wobei es hier natürlich weniger um die Gemeinsamkeiten wie bei den Ghostbusters und den Turtles als vielmehr um die Unterschiede gegangen ist. Klasse Band, kann ich nur empfehlen. Kann mich jetzt schwer entscheiden, welcher mir besser gefallen hat. Rein von der Optik auf jeden Fall der Turtles Batman. So, und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, lest One Punch Man. Schaut euch die Anime-Serie zu One Punch Man an. Es ist einfach nur genial. Ja, ich weiß, es gibt nichts Langweiligeres als eine Serie über jemanden, der so stark ist, dass er eh jeden Kampf mit einem Schlag gewinnt. Aber das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Denn die Figur selber sagt, mein Leben ist so scheiß stinklangweilig, weil ich jeden gottverdammten Kampf mit nur einem Schlag beenden kann. Ein Konzept, von dem ich nie gedacht hätte, dass es länger als einen Band durchhält. Ich bin inzwischen bei Band 5 und es kann auch da für mich nicht schnell genug gehen mit der Weiterveröffentlichung. Leute, zieht euch das rein. Also ja, ich weiß, das ist vielleicht jetzt, also das Manga-Publikum ist irritiert, weil es da um Superhelden geht. Das Superhelden-Publikum ist irritiert, weil es ein Manga ist. Und ganz ehrlich, es sollten einfach alle lesen, weil es passt und man kann sich dermaßen dabei amüsieren. Ich sehe schon kommen, ich werde doch wieder keinen dazu bekehren, aber ich gebe es nicht auf. Egal, ob es die Turtles oder One Punch Man sind. Ja, eher One Punch Man als Turtles. Es bestätigt sich immer keine Sepp-Episode oder Turtles-Content. Ne? Das geht nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir haben es. Ne? Ist ja jetzt doch noch ein bisschen was zusammengekommen. Wir hoffen, dass das mit dem Sound nicht allzu schlimm war. Und ja.
eins will ich noch loswerden. Ich fand's klasse, mal wieder dabei zu sein. Hab mich sehr gefreut. Schade, dass der Steffen heute nicht dabei sein konnte. Aber auch das kriegen wir hoffentlich irgendwann mal wieder hin. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich wieder öfters dabei bin. Aber wenn ihr lang genug fordert, dass ich mal wieder auftrete, dann lasse ich mich dann irgendwann doch mal wieder breitschlagen. So wie dieses Mal. Und ich möchte nochmal dran erinnern an die Kontinuitätsdiskussion in Sachen Marvel und DC. Wir, also vor allen Dingen ich, wahrscheinlich auch alle anderen, wären sehr gespannt zu hören, was ihr dazu denkt, weil es natürlich auch ein super Aufhänger für eine Sendung wäre, wo man sich in das Thema mal ein bisschen mehr reinarbeiten kann, gerade auf der Basis von dem, was auch die Zuhörer denken. Ganz genau so ist es. Kommentiert einfach unter dem Podcast auf der Comic-Community-Seite im Comic-Cookies-Bereich. Und natürlich werden wir es traditionell machen, wer was kommentiert, das wird selbstverständlich auch vorgelesen, ne? Gar keine Frage. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass es heute so spontan möglich geworden ist und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao. Tschö. Tja, wenn das etwas zu erzählen hat, ne, dann gibt es jede Menge Informationen und jede Menge Comics, die man eventuell so nicht auf dem Schirm hat. Was ich jedoch auf dem Schirm hatte, war seine Erwähnung des Turtles-Crossovers mit den Ghostbusters, genau. Dass er dazu was sagen wird, damit habe ich eigentlich schon fast gerechnet. Ich habe mir den Band auch gekauft, werde ihn dann in der nächsten Ausgabe oder in einer der nächsten Ausgaben sicherlich mal vorstellen, auch nochmal von meiner Seite. Und meinen Eindruck dazu mitteilen. Er hatte ja auch den Batman-Crossover-Band erwähnt mit den Turtles. Den hatte ich ja seinerzeit auch schon mal besprochen. Und also so wie er das gesehen hat, so ähnlich war ich ja auch eingestellt. Also das heißt, ist ein klasse Crossover und macht richtig Spaß. Also da nochmal anschließend legt es euch zu, wenn ihr es noch nicht habt. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Filmteil. Und zwar war ich zusammen mit Matthias, den ihr eventuell von den ein oder anderen Episoden schon kennt, oder auch mit Lega-Legende, gemeinsam in Guardians of the Galaxy. Lega-Legende stellt sich jetzt hier salopp mit Ich bin Groot vor. Aber wer Stammhörer ist, der erkennt ihn vielleicht schon an der Stimme. Das ist der junge Mann, der hier auch immer mal wieder im Blog Beiträge zu den Briefwurstkatalogen schreibt. Und wie gesagt, mit diesen beiden und noch einer dritten Person, einer weiblichen Person, die kurz mal zu Wort kommt, war ich in Guardians of the Galaxy und in Guardians of the Galaxy 2 natürlich. Und dazu gibt es jetzt eine kleine Nachbesprechung. Viel Spaß! Wir retten also schon wieder die Galaxie? Ja. Ah! Als zweifache Galaxieretter können wir unsere Preise dann richtig schön hochschrauben. Stirb, Raumschiff! Ich kann nicht glauben, dass du jetzt ausgerechnet an sowas denkst. Du dämlicher Waschbär. Nenn mich nicht Waschbär! Tut mir wirklich leid. Ich meinte Backenhörnchen. Ist das besser? Ich weiß nicht. Es ist schlimmer. Es ist so derbe schlimm. Um da durchzukommen, musst du der beste Pilot im Universum sein. Zu unserem Glück bin ich das. Gut gemacht, Rocket. Danke. Ich meinte das ironisch. Oh nein, dann musst du das auch in einem ironischen Ton sagen. Jetzt stehe ich da wie ein Idiot. Das ist ja so albern. Yeah. Das Schicksal des Universums liegt in deinen Händen. Das sind meine Unterhosen. Wir werden alle sterben. Guardians of the Galaxy, Volume 2. Wenn die Musik nicht zu laut ist und wir nicht zu viel Ärger von der GEMA kriegen, dann waren wir heute in den Guardians of the Galaxy. Und zwar mit Matthias. Und mit I am Groot. Und mit stille Besucher. Okay, mit noch einer Dame, aber die möchte unerkannt bleiben. So. Wie hat es euch denn gefallen? Erstmal so ganz grob. 3 Snicks nach oben. Der Film war sehr gut. Hat genau den Humor gehabt, auf den ich seit 30 Jahren warte, dass das mal so ein Film, der vom Vorkommt.
Welcher ist denn überhaupt dein Lieblingscharakter von den Guardians, Matthias? Am Ende sterben doch eh alle. Nein, Leute, das war jetzt kein Spoiler, das war nicht ernst gemeint. Mein Lieblingscharakter bei den Guardians. I am Groot. Okay. Michael. Bei mir auch. I am Groot. Okay, ihr seid also so echt die Groot-Fanatiker. Ich bin ja eher so der, also ich kann mich immer so schlecht entscheiden zwischen, wie heißt er? Rocket Raccoon und dem Drax. Je suis Groot. Also gut, Matthias kann man auch aussparen, der hat nichts weiter beizutragen. Es sei denn, hier spricht jemand, wie heißt denn das Baumvolk eigentlich? Weißt du das? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Bin mir auch nicht sicher, ob das in den Comics jemals benannt wurde oder ob es einfach nur heißt vom Planeten X. Es heißt wirklich Planet X. Okay. Nicht Y. X. Nein, wie der Satz mit X. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es mal thematisiert wurde. Aber bei Comics, also bei manchen Geschichten, ist es auch gar nicht so wichtig, dass man irgendwas benennt, sondern es ist einfach da und es gehört dann ja auch zum Teil der Erzählidee. So wie japanische Filme oft einfach voraussetzen, dass einfach nur irgendwas gerade da ist. So wie Kinder die Welt annehmen, wie sie ist. So werden manchmal auch Geschichten erzählt. Vielleicht ist das beim Groot auch so gewesen, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich habe einfach nur mal was erzählt. Ja, es ist ja, trägt dem Ganzen ja nur was bei. Grob zur Handlung, Matthias. Um was geht's denn in Teil 2? Oder macht jemand Lärm? Wolltest doch noch unbedingt mit drauf, ne? Grob zur Handlung. Um was geht's denn, Matthias? Teil 2 setzt circa 3 Monate nach Teil 1 an. Was dann auch interessant ist, weil es im Prinzip der erste Film ist, der nicht jetzt spielt, sondern in der Vergangenheit. Weil ansonsten haben ja bisher eigentlich alle Filme immer auch da gespielt, wo sie rauskamen. Und im Groben geht es darum, wir haben ja im ersten Film schon herausgefunden, dass Peters Vater, also Peter Quill, Star-Lord, ein Alien sein muss und auch irgendein mächtigeres Wesen. Immerhin konnte er einen Infinity-Stein berühren. Und Infinity-Schwein oder Infinity-Stein? Stein. Ich bitte den Hörer, dies nicht zu beachten. Stein. Ja. Und der Film geht darum, dass sein Vater auftaucht und Infinity-Schwein. Es geht hier übrigens immer noch um Infinity-Schweine im Umkreis. Allerdings hatte ich auch beim ersten Mal Stein gesagt. Ja, ja. Also wie gesagt, sein Spider-Schwein. Spider-Schwein. Ich habe nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Aber ich mag Infinity-Schweine im Weltall sehr gerne von den Muppets. Wo waren wir denn jetzt? Beim Infinity-Stein. Ja. Genau, und zwar Stein auf Englisch Stone, damit nicht wieder das Wort verwechselt wird. Genau. Also wie gesagt, das muss ja da hat man ja schon gemerkt, sein Vater muss irgendein mächtiges Alien sein, wenn er einen Infinity-Stein anfassen kann. Ja, und jetzt taucht halt sein Vater auf, versucht wieder mit ihm anzubalten, ihn zu sich zu holen und mehr kann man jetzt schlecht zur Handlung verraten, ohne was zu verraten. Stimmt. Also ich finde es richtig schön, dass ich den gerade nochmal aufgefrischt habe, gerade nochmal frisch gesehen habe und dann den zweiten, weil die gehören richtig gut zusammen. Und ein wichtiges Element ist natürlich in dem Film auch die Musik, deswegen ist es hier gar nicht so wild, dass sie jetzt Musik hinterlegt ist bei unserem Interview. Oder? Das ist eine ganz andere Art von Musik irgendwie. Ein bisschen andere Musik, jawohl. Anfangs ist das eben noch echte... Ja, also es gibt halt zwei Arten von Wesen. Es gibt die, die tanzen und die, die es nicht tun. Genau. Zu welchen würdest du dich denn zählen? Ich selbst zähle mich eher... Oh je, da gibt es den erhobenen Zeigefinger von meinem Nebenplatz. Ich zähle mich zu denen, die zuschauen, wie andere sich bewerten, ob sie zu Tänzer oder zu Nicht-Tänzern gehören. Wie andere sich bewerten? Ich dachte, du wärst jetzt eher so der Lambi. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ich bin ja eigentlich eher so wie der Lambi. Aber ich glaube, Matthias möchte wieder was zum Thema erzählen.
dann wärst du aber ein Beobachter. Du sollst nicht. Naja, gut. Egal. Was war denn jetzt für dich so der Highlight-Moment im zweiten Film? Spoiler. Ach so. Ohne zu spoilern, geht das überhaupt? Ja, dann müsste ich aber ziemlich viel wegpiepen, wenn ich dann immer nicht spoilern dürfte. Also ich habe mich über was gefreut, das wusste ich und das ist auch kein Geheimnis. Also ich fand halt Baby Groot insgesamt, fand ich das, worauf ich mich am meisten gefreut habe und was auch die niedlichsten Momente waren. Wobei, wie du sagst, die anderen Charaktere, wo du gar nicht weißt, welches jetzt dein absoluter Liebling ist, die Mischung macht es halt, wie die alle zusammenspielen und jeder auch mal auf Baby Groot aufpassen, ist auch schon süß. Ja genau, mit Baby Groot hatte ich halt gedacht, okay, das lässt man am Anfang noch so ein bisschen stehen und dann entwächst er halt schon wieder, aber das haben sie tatsächlich für den kompletten Film so durchgezogen eigentlich. Aus der Vorschau und aus den Trailern vom Film weiß man ja auch schon, dass als neuer Charakter Mantis eingeführt wird, dass Yondu wieder vorkommt und dass Nebula wieder vorkommt, die eigentlich die Familie oder noch ergänzen und die auch gut dazu passen, auch von der Handlung her gut dazu passen, halt, dass man dort weitermacht. Und ich finde, Guardians hat gegenüber den anderen Marvel-Filmen einen Vorteil noch, sie laufen unabhängig vom Rest. Also sie haben bisher noch keine Bezugspunkte mit dem Rest gehabt, das wird dann wahrscheinlich erst im Infinity-Krieg passieren und insofern müssen sie jetzt auch nicht aufpassen, ist ja Captain America da schon mal gewesen oder hat Iron Man da schon mal in die Luft gejagt oder der Hulk ist zertrümmert oder irgendwie. Sie können ihr eigenes Ding machen im Prinzip. Wobei es Szenen im Film gab, wo man gedacht haben könnte, da hätten jetzt gut die Avengers mal kurz auftauchen können, aber war ja dann nicht. Ja, ohne was zu spoilern, was passiert, es gibt eine Szene, die spielt auf der Erde und da hatte ich jetzt auch gedacht, na, kommt da vielleicht gleich nochmal Iron Man durch die Luft geflogen oder Doctor Strange oder analysieren sie diese Szene vielleicht im späteren Verlauf des Filmes? Nee, aber da halten sie sich bei, dass sie unabhängig bleiben. Und zum Thema spätere Szenen im Film, es gibt vier After-Credit-Szenen. Keine davon hat mit Erdbeeren zu tun. Himbeeren wurde da gerade reingerufen. Also hier eine kleine Korrektur. Es ist so, dass es nicht darum geht, dass keine der vier Szenen mit Erdbeeren zu tun hat, sondern mit Himbeeren. Und wie war das am Ende des Films? Im Film wurden auch was nicht verletzt? Was wurde nicht verletzt? Was? Ja, was wurde im Film nicht verletzt? Was kam nicht zu Schaden? Es kamen keine Waschbären und Babybäume zu Schaden. Das war das, der richtige Begriff. Was hast du denn? Was machst du denn da? Das ist jetzt leider mit drauf. Was machst du denn? Entschuldigung. So. Ich versuche, die Himbeeren aus dem Glas zu bekommen. Ja. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Jeder hat seine Aufgabe im Leben, Steffen. Oder so. Oder so. Unsere Aufgabe ist es, den Film weiter zu analysieren. Ja. Viel Glück weiterhin. Danke. Michael, was gibt es eine Highlight-Szene, die du erzählen könntest, ohne zu spoilern? Nee, aber... Aber nicht, dass ich gefragt habe. Ja, das ist schwierig. Also wenn die Leute noch den Film sehen möchten und noch nicht kennen, dann sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, ich kann ganz vorsichtig was sagen, ohne dass ich zu viel spoilere. Also es geht ja um Mantis. Ist das im Comic eigentlich auch so, dass sie so von den Kräften her das so ähnlich hat? Oder? Im Film ist sie eine Empathin. Und das ist sie auch in den Comics. Und ich glaube, in den Comics hat sie auch noch irgendeine kosmische Verbindung. Aber mit diesem kosmischen Bereich der Marvel-Comics kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ist sie irgendwie mit den Inhumans verquickt noch oder sowas? Nee, ne? Nee, mit den Inhumans hat sie keine Verknüpfung. Außerdem sind die Inhumans ja eigentlich auch Menschen. Ja. Inhumans, wie der Name schon sagt, das ist... Ja. Genau. Und kleines Zwischenfazit, das mit der Himbeere scheint zu klappen. Da haben wir auch unsere Hörer an der Stelle noch abgeholt, dass sie auch den Ausgang der Geschichte noch erfahren haben. genau, Mantis, also die Empathin.
die so im Wechselspiel mit Drax sehr gut funktioniert. Das waren so ein bisschen meine Highlights-Szenen. Ja. Ja, fand ich irgendwie cool. Also das war so... Die eine Szene... Es gibt ja im Trailer schon eine Szene, die man kennt, genau, wo Mantis die Gefühle von Peter analysiert und dabei aufdeckt, dass er in Gamora verliebt ist und wo Drax sich ja quasi gefühlt vor Lachen bepisst und dann, du hast dein dunkles Geheimnis verraten, jetzt bei mir. Also das kennt man zwar aus dem Trailer schon, aber es ist auf jeden Fall eine der Highlight-Szenen, die man ohne zu spoilern erwähnen kann. Und was danach kommt, ist ja noch geiler. Also was nach dem Ende der Trailer-Szene ist ja auch sauwitzig. Nein, das kann ich jetzt ja nicht erzählen, das sollen die Leute im Film sehen. Ach so. Aber was direkt danach passiert, als nächstes. Ach so. Ja. Gastauftritte gibt es auch. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Wer oder meinst du, ist das schon bekannt? Verraten wir nicht. Also Wolverine ist es leider nicht, auch wenn ich es mir gewünscht hätte. Zufrieden mit den Gastauftritten, oder? Ja. 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 Auch ja. Zufrieden mit den Gastauftritten? Überrascht. Zufrieden mit der Himbeere? Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Getränk, auch mit den Himbeeren, mit der Konsistenz der Eiswürfel und mit der Temperatur des Getränks. Matthias möchte noch was sagen. Aber um euch alle zu beruhigen, ja, es gibt auch den obligatorischen Gastauftritt von Stan Lee. Mehr wird nicht verraten. Oh nee, an der Stelle bitte nicht viel mehr verraten. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir können ja mal aufzählen, wer alles nicht als Gastauftritt überraschenderweise ich aufgetaucht ist. Zum Beispiel er. Wer ist noch nicht? Matthias Bauer habe ich auch nicht gesehen. Also auf dem Nachbarstuhl schon, aber nicht im Film jetzt. Ja, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Pamela Anderson ist nicht aufgetreten. Manches offenbart sich vielleicht erst in einem Blu-ray Extended Bonus-Material. Erika Eleniak ja auch nicht, verdammt. Ja. Die ist auch nicht aufgetreten. Vielleicht bei einem von den, Totenschädeln, die da überall rumlagen, von seinem Nachkommen. Ja, ihr habt ja nur gehofft, dass die auftreten. Das ist so blöd. So, kurzes Gewinnspiel. Wer tritt auf in die Guardians of the Galaxy? Wer einen Gastauftritt? Zu gewinnen gibt es wie immer einen klassischen The Bone Band 1. Ich habe noch welche zu Hause. Ja. In der schönen Farbausgabe natürlich. Genau. Ja, jetzt muss man dem Meister nochmal überlassen, dass er das selbst anbietet und Pfeil bietet. Genau. Es gab einen Charakter, der eigentlich im zweiten Teil Guardians of the Galaxy eventuell schon vorkommen sollte. Der kam jetzt nicht vor, weil sie den schon auf den dritten verschoben haben. Vielleicht gibt es ja das, was jetzt im zweiten auch nicht passiert ist, dass zum Beispiel die Avengers irgendwie die Szene auf der Erde bewertet haben und dann auch im dritten mit irgendeiner Rückblende. Könnte ja theoretisch sein. Ja, wenn das... Also Matthias sagte ja, der Film spielt so ungefähr 3 Monate versetzt vom ersten. Das heißt, wenn die Zeit in dem Film langsamer vergeht, dann könnte das durchaus passieren, ja. Oder halt, dass man noch einen Moment aufgreift, der zufällig zu der Zeit spielt. Ich werde fotografiert, immer diese Groupies. So, Matthias? Also ihr wart jetzt schon 2 Mal in den Film und habt meinen Gastauftritt trotzdem mitgesehen. Müssen wir noch ein 3. Mal reingehen. Verdammte Axt, da hast du recht. Ich krieg gerade ein Foto gezeigt. Ich glaube, mit dieser... oder habt ihr noch was zu ergänzen? Habt ihr noch was zu ergänzen zum zweiten Film, was ihr unbedingt noch loswerden müsst? Es nickt. I am gut. Ja, das reicht ja eigentlich von deiner... Der nicht stattgefundene Gastauftritt der Powerpuff Girls war das Highlight des Films. Okay, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Tschüss, Matthias. Tschüss, Steffen. Und tschüss, Michael. Tschüss, Steffen. Und tschüss, unbekannte Stimme, die nicht gehört werden will. Tschüss! Soweit die Besprechung zu Guardians of the Galaxy 2. Das war's diesmal von den Comic-Cookies. Das nächste Mal schauen wir mal, ob es dann wieder die klassische Zusammensetzung mit Breedstorm und meiner Wenigkeit gibt. Oder was völlig anderes, lasst euch überraschen. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Intention
euch hier und da mal wieder zu überraschen, wie mit dieser Episode jetzt hier, dass das mit Sepp dann doch noch irgendwann geklappt hat, wenn auch nicht ganz pünktlich zur Episode 60. Aber wir sind ja gut im Nachlegen, hat ja damals mit den DC Comics auch schon ganz gut geklappt. Ich sage nur, Episode 52 hätte es werden sollen. Episode 53 war es dann tatsächlich. Naja, gut, okay. Ich wünsche euch bis dann eine schöne Zeit und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank. We'll be right back.